ist er, glaube ich. Hört ihr nicht? Ja. Das muss der Schwarze sein. Ja, Oh, das ist er, das ist er. einsteigen, Den oder? habe ich mit der Drohne gesehen. Ich fahre mit der Auto hin, mache RP-Sirene und so. Einer von euch soll mal oben bleiben, einer von euch soll mal von der Seite runterlaufen, ja? Ja, ich laufe von der Seite runter. Und ich komme vom Wald. Sagt ihr, wenn ihr bereit seid, dann mache ich Blaulicht-Sirene, alles, was ich habe, an. Wo hat der denn das Auto gestellt? Hinters Haus. Okay, ja, ich hab alles im Blick. Kann ich fahren? Er fährt los, er fährt los. Er fährt los. Ich sehe ihn nicht mehr. Rechts, ah, da. Disabled. Er ist disabled. Aussteigen. In die falsche Richtung gefahren, nämlich. Und dachte ihr, da haben wir sie wohl erwischt. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Tut mir leid, dass mit dem Schießen. Ich dachte, sie holen da gerade etwas raus. Ich tue die Sirene aus, weil das Das Licht ist stört so ein mich. blöder Reflex von mir. So war sie mal. Ich schaue mich um, dass da nicht noch einer daherkommt. Der war alleine. Mal ihre Karre mit, ja? Oder der Kollege macht es, ich weiß nicht, oder die Kollegin. Wie sieht's aus? Nimmt einer von euch den noch vorne mit, sonst steige ich ein. Ja, ich kann schon fahren. Okay, die Karre ist so. Achso, guck mal gleich, ob der was drin hat. Ah, lol, der ist leer. Ich frag noch schnell den Drogendealer ab. Tank ist auch leer bei dem Typen. Fahrt mal hier mit Nesto wie weiter. Ich frag schnell noch den Drogendealer ab, nimm seinen Offroader mit, ich hab einen Kanister. Warte, ich schau gerade, ob ich. Ah, ich habe ja einen Knist. Ich tank rein. Ja, also das Gute ist, ich habe ihn mit der Drohne gesehen. Also. Er kann es nicht bestreiten. Ja, genau. Das ist genau dieselbe Karre, derselbe Typ. Und er hat ja mit Drogen gehandelt. Vielleicht sagt er die Dealer schon was. Ja, fahrt ihr schon mal vor, ich hol sein auf Roder. Ich hoffe, der Dealer sagt jetzt mir den Namen und. Ich sag zu ihm, was er hier gemacht hat, ne? Dann sagt er, ja, ich habe Vögel beobachtet. Hier hinten gibt's den blauen Zitter. Also, wie gesagt, der blaue Zitter ist für dich, den gibt's nur hier. Und den habe ich eben beobachtet. So, ich würde schon aufpassen, was sie sagen. Ich hatte in letzter Zeit niemanden das verkauft, oder der Dealer weigert sich. Jetzt ist die Frage. Kann der sich wirklich weigern oder hat er nicht verkauft? Nee, also wenn du ihm nachweisen kannst, dass er beim Drogendealer war mit der Drohne, also dass du ihn gesehen hast. Nee, ich habe ihn bei Marihuana-Verarbeitung gesehen und außerdem werden wir im Park ihn durchsuchen, weil wenn er rechts. Alles verarbeitet. Leonie. Glück. Glück, Leonie. In der Lage alles. Oh, hier steht ein. Da steht der Truck. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, keine Ahnung, schauen wir mal, wie sein RP ist und dann. Ja. Ja, ich würde das mit dem Ticket sowieso nicht übertreiben, so wie er da mit was für einer Karre fährt und seine Augen gerade angeht. Ja. Wie lang sind Sie schon hier auf unserer Insel? Seit gestern und ich bin halt so wie diesem blauen Zitter City hierher gekommen. Er hätte jetzt war nur zufälligerweise bei diesem Schlagort beobachtet. Ja, darum. Sonst hätte jetzt. Aha, okay. Jetzt, ja, gut, das klären wir dann im. Ich bin mir sicher, er hat kein Geld, er muss dann im Gefängnis und das will ich jetzt. Komm, es ist 14 Uhr, das will ich jetzt auch nicht antun. So. Mal gucken, ich bin kein Arschloch, sag ich mal so. Aber. Ich frag mich nur, warum er dann Vögel.
fragen. Um die Uhrzeit. Ja. Wie gesagt, der Drogendealer will nicht reden. Wenn ich mich aber nicht irre, müsste er in der Lage sein, alles was er hat, es wird nicht viel sein, sind vielleicht so 8 oder so. Ich hab Lex. 20. Ja, vielleicht wissen so eine Tasche fragen kann, also wir werden ihn auf jeden Fall durchsuchen. Ich würde dann vorschlagen, wie gesagt, ich hab gegen hier mal Vögel beobachtet. Ich will nochmal die Gelegenheit geben. So wissen ja, was ist der Officer? Wahrheit zu sagen. Leonie. Hoffentlich sagt er die Wahrheit und dann. Ich hab's noch nicht. Dann wäre alles geklärt. Ja, das werden wir dann klären. Also, wie gesagt, verdächtig ist on. Und weiteres klären wir dann. Nee, du bist links. Fahr noch weiter links. Ja, Hauptsache einfach links. Ja, fahr jetzt links. Das ist krass. Ja. Jetzt rechts. Ja, ich weiß. Den Kavala kann ich mich auch haben. Achso, nur. Das ist gemein. Da ist das Hauptquartier, gell? Ja, ja. Ach so, okay. Sorry. Das Licht macht man auch aus. Ah, die Frau Paschulke macht das RP. Och nee. Wie gesagt, ich bin gleich da. Er wurde mit der Drohne fotografiert, sage ich mal, gesehen. Nein, wir haben es gesehen, sagen wir uns wieder ein Foto. Und das mit Widerstand gegen Staatsgewalt, weil er geflogen ist, lassen wir mal vorher es raus. Mal gucken, weg? Jetzt halt. Hm? Nee. Der wollt nicht. Fuck, mit dem. Was da? Ja, da muss ich ihn dir abnehmen. Ja, ich weiß. Ich will nicht mit dem reden, ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Ja, warte, bleib, lass ihn da schon. Wie du willst, wenn du magst, dann kannst du. Ja, oder nee, du mal. Ich guck mir das immer noch so an, weil ich muss das noch lernen. Gestern habe ich zwar schon einen Knast gesteckt, aber ich bin mir damit das umschließen. Ja, schau mal da raus, da steht irgendeiner bei unserem Fahrzeug. Ja, also ich glaube sowieso nicht, dass er Probleme machen würde. Also. Oh, der Herr. Ja, so ein gechillter, glaube ich. Machen wir es als erstes so: ich gebe ihnen meinen Ausweis und sie geben mir ihren. Warnung. Ist niemand. Du wolltest jetzt sagen. Hallo? Da, ja, genau. Der ja hier anwesend. Hallo? Ich krieg das nicht hin mit meinem Ausweis. Können Sie ihn mir mal aus der Tasche ziehen? Ich bin der Don Helmut Panzer. Natürlich. Wo steckt der Ausweis drin? Untere linke Sacktasche. Und zwar, meine Herren, meine Frage, ich habe Durst. Leider beim Vögel beobachten, mein Trinken vergessen, also. Habt ihr ihn so ins Haus reinrennen sehen? Ja, also er ist hinterm Haus gestanden. Automat zapfen, das wäre sehr freundlich. Weil, im schlimmsten Fall können wir es ja so beweisen, wir gucken einfach seinen Namen und wenn da dann Drogendelikt oder sowas ähnliches sein sollte, dann wissen wir auch, dass er gemacht hat. Ich werde mich kurz losbinden, ich werde auch nicht wegrennen. Jo. Weil, ich glaube, kaum, dass er bei sowas... Die Taser-Waffe nehmen, die Pistole, die ich jetzt ziehen werde, die werde ich auch sofort wieder einstecken, also... Bitte? Wahnsinn, keine Sorgen. Taser ziehen. Oh, jetzt hab ich rausgetappt, Leute. Ja, ich wollte Steam wegmachen, hab wieder falsch gedrückt. Fängt schon gut an, den ersten beim Drogendealer erwischt. Leider ist die Drohne aber nicht mehr da. So können wir da. Sehr gut. Schön. Jetzt hat er das bestimmt weggeschmissen. Ich kann ja genau, ob hier weiß ich für den Weg auswendig. So, der Herr Panzer sind. Das ist richtig. Habe ich das richtig? Don Helmut Panzer, mein Name. Don Helmut Panzer. Okay. Gut. Wir werden hier verdächtigt an Drogen. Und muss reichen. Verkauft zu haben. Bloß keine Was Sputzen sagen Sie mehr. Dazu? Drogen verkauft? Nee. Also, ich habe Vögel beobachtet. Okay, Sie der bleiben bei der Aussage. Sie bleiben bei der Aussage, ja, dass Sie Vögel beobachtet haben. Ganz genau.
Dann werden sie aber auch sicher nichts dagegen haben, wenn wir die hier jetzt wieder loslassen und sie alle ihre Klamotten und ihre Waffe und alles Mögliche legen, damit sie das Natürlich, das kann ich durchsuchen machen. können. Gut, dann werde ich sie jetzt freilassen. Die Kollegin wird sie beobachten. Also keine falschen Bewegungen. Natürlich. Wenn sie alles auf den Boden gelegt haben, einfach 2 Meter nach hinten. Das reicht schon. So, jetzt schauen wir mal rein. Gut, der hat eine Pistole mit. Den Schalli. Ja, wie gesagt, das mit der Waffe können wir ihn auch sogar rein theoretisch lassen. Er hat ja keinen Widerstand damit geleistet. Ja, Aber eh. Aber kann ich auch Waffenschein nicht. hat er halt keinen. Okay. Ist denn legal, ja? Oder Le wie? legale Pistole ist es halt. Ah, okay. Ah, das lässt lassen. Naja, wenn es legal ist, alles okay. Ja, die hat da noch in seinem Hemd, glaube ich, drin. So, der. Eine Sache kann ich schon vorab sagen. Ja. Zwar der Schalldämpfer, der gefällt mir nicht. Oh, der Schalldämpfer, ja. Genau, das können wir Den mitnehmen. habe ich gefunden, also den können Sie auch gern behalten. Ja, den werde ich auch beschlagnahmen. Die Ja, das können Sie machen, auf alle Fälle. Pistole, die sie bei sich führen, ist zwar eine legale Pistole, aber sie haben keine Waffenlizenz. Aber da wir sie sehr kooperativ sind, haben wir uns entschieden, Natürlich. dass wir einfach sagen, okay, behalten Sie die Waffe. Aber wie gesagt, am besten jetzt nochmal anziehen und die Waffe in den Rucksack reintun, damit nichts passieren kann. Jawohl, das werde ich tun. Ja. Gut, dann ziehen Sie sich an und wie gesagt, Waffe bitte in den Rucksack rein. Jawohl, ist im Rucksack. Perfekt. Ich denke, Handschellen werden nicht mehr nötig sein bei Ihnen. Oder? Nee, ich werde nicht. Ich kooperiere. Perfekt. Gut. Ich werde noch schnell einen Blick in den Computer werfen, ob Jawohl. irgendwas gegen sich vorliegt. Haben Sie vielleicht etwas zu beichten? Ob ich was zu beichten habe. Also einmal hatte ich mich verteidigen müssen. Wie Sie wissen, was ich meine. Wenn man angegriffen wird, sich dann selbst verteidigt. Kollege, soll ich Also. aufzählen, was er hat? Ja, können Sie machen. Wie Ja, aufzählen. also. Da ist nicht viel. Also die Sachen, damit der Kollege weiß, was sie haben. Also er wurde dreimal geblitzt. Und. Ja, die anderen zwei überlasse ich doch lieber ihnen. Also das ist einmal Überfall auf Personen. Und. Ja, dann ist wohl noch ein Mord. Zumindest steht das hier so. Ja, den Er habe ich war ja wohl gerade bei einem zugegeben. Mord beteiligt. Gut, Achso, okay. wie hoch wären die Summe? Das wäre, wenn wir mit Mord rechnen, wäre das 5050. Wenn wir es rauslassen, dann wäre es halt 3000 weniger. Also Wie gesagt, das war 2050. Selbstverteidigung. Der Mann hat mich angegriffen mit seinem PDW und da musste ich hin. Ja klar, aber in solchen Fällen ist es besser, die Polizei zu rufen. Und Natürlich. da sie, wie gesagt, keinen Waffenschein besitzen, das noch eine zusätzlich härtere Straftat, sage ich mal so. Ja. Aber da wir gutmütig sind heute und da sie erst seit kurzem auf der Insel sind, machen wir Jawohl. das einfach so. Ich schreibe ihnen ein Ticket von 2000 aus. Oder Jawohl, das die höre ich Kollegin. sogar. Kollegin von mir wird das machen. Und vielleicht in der Zukunft weniger Straftaten begehen. Der Jawohl. Verdacht von Drogen, Verkauf
können die ihnen jetzt sozusagen nicht nachweisen, obwohl sie mein Kollege auch gesehen hat beim Marihuana-Feld. Ach, das gibt's ja nicht. Hat er den aber durchsucht? Ja, da gibt's auch ganz besondere Also mit Vögel. durchsucht man nicht mit dem. Nee, das machen wir noch. Ah, okay. Also wie gesagt, der Kollege hat sie beim Marianafeld gesehen mit der Drohne und deswegen ja auch dachtmäßig auch beim Drogendealer gestanden hat. Sie Also haben ich mich werde ja meine sicherlich Finger von gehört. dem grünen Kraut da werde ich weglassen, ne? Das sage ich Ihnen jetzt schon gleich. Ich werde ein ganz legales Leben führen. Das hört Ja, sich das hoffen super wir an. doch, das Das hoffen wir doch. super, hört sich super. Ich werde sie aber jetzt noch kurz noch einmal in Handschellen legen, damit ich sie noch mal sicherheitshalber Jawohl, durchsuchen kann. jawohl. Führen Sie scharfe Gegenstände bei sich oder so irgendwas Nee, Ähnliches? nee, nichts Scharfes. Nee, nee, nee. Alles gut. Wo ist das? Wie viel kriege ich jetzt? Wie bitte? Wie viel kriegt er jetzt? Ja, hängt euch, aber also ich würde Ihnen nochmal einmal, ich würde dann eher gerne wissen, was genau passiert ist wegen dem Mord. Oder wir lassen das jetzt so gelten und geben Ihnen dann nur 2050, weil Mord ist 3000. Und er hat ein Ticket von 5050. Okay. Ja. Wie gesagt, ich würde ihn jetzt nochmal kurz fragen, was da beim Mord passiert ist, wenn es glaubwürdig rüberkommt, dann einfach. Wegen dem Ja. Strafmaß. Sagen Sie uns einmal, was ist denn vorgefallen da bei diesem Ort, beziehungsweise Notwehr? Genau, Und zwar, also ich wenn war in. möglich so detaillierte Beschreibung wo und Natürlich, so etc. detailliert wie etc. möglich. Ich war in Agios gewesen, ne? Mit meinem Enkel und der hat sich einen Waffenschein gekauft und zufälligerweise mir dann auch eine Waffe gegeben zur Selbstverteidigung. Sie wissen ja, wie es ist, ne? So, und da kam dann so einer an. Leider habe ich den Namen vergessen. Also, ein Mann hatte schon mal ein vollautomatisches Langgewehr, das kann ich Ihnen sagen. Und der hat auch schon direkt auf uns gezielt. So, wir uns die Pistolen gekauft. Da kam dann der eine Kollege Schnürschuh an mit seiner PDW, hat auf mich gezielt. Er hat dann gesagt, er soll das Ding aus meiner Fresse nehmen. Hat er gemeint, das müsste nicht und ich soll mich gefälligst auf den Boden legen. Ja. Und dann bin ich hin, hab meine Pistole gezogen und hab mir das Hirn weg rausgeschossen. So ist gewesen. Mal eine kurze. Also der, was er Sagt ermordet der hat, heißt Name auch Panzer. Panzer Siege ihn etwa? Ja, das ist mein Enkel, der Panzer Sigi. Okay, dann haben sie einen Enkel ermordet. Da haben wir ihn erwischt. Mein Enkel. Oh ja, stimmt. Da habe ich aus Versehen die Pistole abgedrückt, als wir im Auto saßen. Das ist passiert, ja, das tut mir leid. Aber er wurde ja von den Sanitätern wiederbelebt und da ging ja, also laufen kann er mittlerweile wieder. So die Arschabwische, das macht die Oma für ihn. Ja, aber das, ich muss ehrlich jetzt sagen, das ist jetzt nicht alles so glaubwürdig an. Bin jetzt hier Opa. Hallo? Hallo? Oh, mein anderer Enkel. Kann ich Ihnen helfen? Suche meinen Opa. Sie haben ja wohl Ihre Enkel so dolle lieb, oder? Kann sein, also. Aha. Ist das mein Ja, Opa? ja, die habe ich ganz doll lieb, also. Das ist hier Opa, weil der ist gerade in der polizeilichen Maßnahme. Ah, der ist geistig behindert. Er hat seine Ja, Tabletten das, vergessen. Er ist ein Okay, bisschen das. verzeugt. Das erklärt dann Ja, natürlich so schön. einiges. Junge, ich habe den blauen Zittersittich beobachtet und da wurde ich festgenommen. Ja, den blauen Zittersittich. Weißt du, so hat man direkt eine Lüge Weiß aufgedeckt. ich nicht raus. Ja, der Auf ist diesen ganz alten kooperativ, warten Sie der doch kommt nicht nicht blauen raus. Sitzen. Wollen Sie mich jetzt hier bedrängen? Mit Ihrem gegen mich gegengelaufen? Der hat die ganz geschwollene Knie. Geben Sie doch mal einen Stuhl, was seid ihr für Polizisten? Dem Der geht's Mann ist doch gut 90 dahin. Jahre alt. Hat er sich gerade beschwert, dass es ihm schlecht Das geht? ist ihr, Enkel oder Frau wie? Kollegin, gehen Sie Ja, kurz zur Seite hin. das ist mein Enkel. Das ist Gehen Sie mein ganz Enkel, kurz ja. zur Seite Wie war hin. der Name von Hallo Ihren Opa. Enkel Ganz nochmal? kurz. Stören Sie nicht meine Babyface Polizeilichen Nelson. Maßnahme! Kann doch nicht wahr Wie sein! war der Name? Hey! Babyface Nelson heißt der gutste Mann da draußen. Das ist mein anderer Hier Sohn, der draußen Panzer vielleicht. Sigi. Enkel meine ich ja. Enkel. Achso, das ist jetzt Aber ihm Ihren geht's ja nicht Anwesen. schlecht hier bei uns, oder? Nee, 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 alles gut. Da sehen Sie. Also haben Sie Seit jetzt noch Wochen einen schon. Enkel? Also, ich muss Ja, ich habe gestehen, zwei ich Enkel.
aber gestehen, ich erlebe sowas zum ersten Mal, ne? Dass jemand seinen Enkel umbringt. Oder ja, das war ja auch mal, ich bin jetzt verwirrt, also erzähl ich mal, wie ist denn ihr Enkel draufgegangen? ich saß im Auto, ne? Hab mit der Pistole rumgespielt, die er mir gegeben hat. Und dann bin ich gegen den Abzug gekommen. Und auf einmal war sein Gehirn an der Scheibe und ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, und ich bin weggerannt. Und dann habe ich mir ein Fernglas gekauft und dann haben sie nicht mal Hilfe gerufen für ihren Enkel? Ja, doch. Der wurde gerettet. Der wurde gerettet, mein Enkel. Also. Ihr kriegt einen Platzverweis von mir. Ich würde vorschlagen, wir schicken ihr Opa eine Psychiatrie oder so, bevor er sie auch noch abschießt. Nein, er braucht ein Altenheim. Meine Frage. Ein Altenheim, ja, dann bringe ich den Herrn jetzt ins Altenheim. Was halten Sie denn dafür? Bruder oder ein Cousin? Das Altenheim, das mag ich nicht. Der Panzer Sigi heißt. Ja, wenn Sie da rein müssen. Ja. Genau. Ja, den haben wir, ich sag mal so, die Kollegen haben ihn tot aufgefunden, ne? Und man hat festgestellt, dass der Mörder ihr Opa dort oder Onkel oder was er auch ist, dass er ihn wohl umgebracht hat. Er hat es gerade ihm zugegeben. Dass er in der Karre irgendwie sein Gehirn weggeschossen hat. Er hat aber gerade vorher gesagt, dass er in den Fuß geschossen hat, jetzt hat er ihm das Gehirn geweckt. Ich war aus Versehen mit deinem Bruder, ne? Komm rein, Sie sind ja wohl der letzte Enkel von ihm, dann klären wir es gemeinsam. Geht vielleicht schneller. Ich glaub nicht, Opa. Ja, das ist dumm. Aber immer noch mit Abstand bitte, ne? Hier wird nicht... So, der Herr Panzer, jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, vor 3 Minuten haben Sie erklärt, dass sie einen Enkel in den Fuß geschossen haben, der aber wieder laufen kann. So, jetzt vor einer Minute haben sie uns erklärt, dass sie ihm den Hirn weggeblasen haben. Wie soll das gehen? Der Mann ist geil, ich bin da. Vielleicht habe ich auch zweimal geschossen, das kann auch sein. So ist gewesen, genau, ja, zweimal. Das hört sich nicht sehr, sehr glaubwürdig an, muss ich sagen. Ich habe ihm den Fuß geschossen und ihm dann den Kopf weggeschossen. Genau so ist es gewesen. Er hat geschrien. Also sie wollten also erstmal so richtig. Jo, dafür danke für den Horst. Dankeschön. Also, wenn man seinem Enkel schon willkommen an die Leute. Schießt, dann packt man die Würfel weg, wenn sie dann. Viel Spaß im Stream. Und schießt nicht gleich nochmal. Ja, das war ja aus Versehen. Wie waren Ihr Name? Das in den Fuß nicht? Don Helmut Panzer ist mein Name. Ah, okay. Mein Name ist Babyface und ich will es meinen Opa jetzt mitnehmen. Ich hab ihren einzigen Enkel gerade nachgefragt, der noch am Leben ist. Und ach so. Das mit dem Fuß war dann mit Absicht und das in den Kopf nicht? Das mit dem Fuß war auch ohne Absicht, da hatte ich es auf den Schoß liegen und hab abgedrückt aus Versehen. Hab's dann mal in die Hand genommen und dann ist sie rumgehüpft. Peng und überall Blut. Wo brauchst du denn die Waffe, Opa? In meinem Rucksack, Junge, die durfte ich behalten. Oh Gott. Ja. Hey. Ich lasse es Leonie über. Sanität anschreiben? Ja, mach mal. Okay, warte. Oder ich funk die direkt an, warte. So. Es gibt keine. Ich war gleich ganz nach Hause. Jawohl. Oh shit, es gibt keine Sanität, ja, stimmt. Wir fahren Sie jetzt ins Altenheim, ne? Jawohl. Ich glaube, da sind Sie am besten aufgehoben. Kann ich da mitkommen? Ja, ich muss ihn begleiten, der arme Opa. Ich brauche seine Tabletten. Ah, wir könnten ihn bei strengeln uns... Sie ab, wenn ich andauernd hier... Azira-Haku reinlegen, weißt du, da wo die Fahrzeuge eingesperrt werden. Weil ja, ich bin ein bisschen hektisch, ich hab einen Anruf bekommen, mein Opa ist in Polizeigewahrsam, ja, was denken Sie denn? So was in einer Gefangenenzelle, lass ihn 5 Minuten drinnen. Wollen wir? Warte, ich hol mal die Karre. Naja, gut, kommen Sie freiwillig dann fahren mit, wir oder mal. Muss ich in Handschellen ja klar, ich komm mit, jawohl. Wunderbar, dann kommen obwohl Sie in Handschellen, das wird schon cool aussehen vor den anderen Rentnern, gell? Jetzt möchte er noch Handschellen. Der alte Obi-Gangster! Ja, warten Sie, dann lege ich Ihnen Handschellen an. Jawohl, ja, das kommt viel besser rüber, glauben Sie mir. Und mit Sirene? Da gucken Sie alle, ja, mit Sirene will ich gefahren werden. Ihr Fahrzeug werden wir beschlagnahmen, damit Sie wissen, das ist dann in Ihrer Garage. Machen Sie das. Das können Sie. Warte, ich such's aber vorher. Rechts. Aber der Herr, der hätte doch mit dem Fahrzeug fahren können, oder nicht? Der will doch auch mit.
Und wir passen ja nur zu viert hier rein. Ja gut, jo gut. Herr Nelson, kommen Sie mal her. Haben Sie einen Schlüssel von Ihrem Opa? Oh, ich weiß gar nicht. Opa! Gib den... Opa. Ich glaube, der möchte die Karte nicht mehr. Er braucht den Altenheim nicht. Okay. Ja, aber Sie müssen ja auch irgendwie zum Altenheim kommen. Wir haben nur zu viert Platz im Auto. Ja. Opa, keine Ahnung. Ja. Wir würden... Kollege, fahren Sie oder... Ich gehe mal aus, dass der Enkel einen Führerschein hat. Sonst würde ich den Schlüssel einfach dem Enkel geben, aber... Ja gut, sonst fahre ich Ihnen hinterher, geben Sie mir den Schlüssel und dann fahre ich hinterher. Ja, bitteschön, alles wohl. Ah ja, so, bitteschön. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Da steigen Sie bei mir ein, Herr Nelson. Okay. Haltet bei irgendeiner Tanke an. Herr Nelson. Ihr Opa ist aber ganz schön irgendwie verstört im Kopf. Habe ich recht? Oh ja. Der Vietnamkrieg hat ihm gar nicht gut getan. Dann dürfen Sie ihn nicht alleine rumfahren lassen eigentlich. Eigentlich ist er immer zu Hause, aber manchmal kommt ihm die Idee, auf den Marktplatz zu gehen. Ja, nee, wir haben ihn vom Drogendealer aufgegabelt. Drogendealer? Kann das sein, dass Ihr Opa... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann das sein, dass Ihr Opa gelegentlich mal einen durchzieht oder so? Mensch, der Mann ist über 90. Kann schon sein. Ich tank nur mal schnell, ich komm gleich. Grad, ob sag mal, ob... Nico, wollen wir tauschen? Der alte Gangster macht mir Angst. Ihr seid noch zu zweit im Auto, ne? Da kann nichts passieren. Willst du die Polizeikarre fahren? Nee, ist kein Stress. Ich hab hier ein bisschen RP mit. Okay. Ja gut, wenn die Opa mal so gelegentlich... Der kommt auch gleich. Gelegentlich einen durchzieht, dann können wir ja irgendwie im Altenheim dafür sorgen, dass er ein legales Papier bekommt, wo er öfters mal einen durchziehen kann, oder? Ja, das wäre eine gute Idee. Dann wissen Sie, mit dem Alter kommen die Schmerzen mit dem Rücken und die Medikamente sind auch nicht so gut. Ja klar, und man muss auch irgendwie den... Halluzinationen entgegenwirken. Genau. Also, wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das super. Schauen wir mal, was wir machen. Er wollte halt nicht zugeben, dass er was verkauft hat, aber... Ja. Ja, wissen Sie, es ist für ihn... Er schämt sich ein bisschen. Ja, verstehe schon. Aber gut, dass ihr da seid, ne? Gott weiß, was in ihm noch passiert wäre. Ja, es sind ganz schlimme Leute unterwegs hier auf der Insel und da muss man schon aufpassen. Vor allem der Opa lässt sich nicht einschüchtern. Der wird einfach schießen. Wer hat das schon erzählt? Das glaube ich nicht. Er hat seine Medikamente aus Apotheke. Nachdem noch seine Frau gestorben ist, geht's ihm gar nicht gut. Meine Oma. Ah, mein Beileid. Das ist ganz schlecht. Aber ja, bei dem weiß er gar nichts mehr. Ja, jeden entwischt irgendwann einmal leider. Halt so. Ja. Er wollte schon immer Polizist werden. Aber in seinem Alter ist er schwer jetzt. Ja, in seinem Alter ist das schwer, ja. Und wir haben gerade da ein Gespräch, dass man für den Opa irgendwie einen Zettel vom Staat erlassen, wo er legal Marihuana rauchen darf. Ich hoffe, ihm geht's da vorne gut. Ja, ja, die Kollegen passen schon auf ihn auf. Ich mach mein kleines Nickerchen, ne? So 5 Minuten, bin vom Bett aufgewacht wegen meinem Opa. Jojo, kein Problem.
Grüß dich, Pech. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Komm, Box, sei froh, dass du nicht bei uns im Auto sitzt. Meiner macht gerade Nickerchen, 5 Minuten. Der Opa erzählt uns, ne? Er sagt so, ja, ich muss ja meine Medikamente da holen, ich hab ja einen grünen Star und so. Ah, also haben sie doch da, ne? Ey, Lüge auf oder Lüge, ey, dann ja, und nee, vergesst du das, ich hab meine Medikamente aus der Apotheke. Alles klar. Oh. Ja, weil... Da hat so ein Profi seine... Oh, ich glaube eher, dass das überfallen werden sollte oder so irgendwas. Oh, was ist denn hier los? Oh. Da steht ein Fahrzeug hinten drin. Immer diese Rase. Die Kollegen machen das schon. Leonie, passt kurz auf, ich repariere kurz die Karre. Also meine Karre. Bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit im Auto. Oh, warum denn das? Ja, also, ich könnte Ihnen jetzt eine ehrliche Geschichte erzählen. Ja, ich könnte so, ich sagen. Also, die erfunden, okay. Also, das war so, ich wurde gestern aufgegabelt von der Polizei. Mir wurde dann eine illegale Waffe zugesteckt und... Dann waren wir halt im Hauptquartier. Nuri. Und ja? Dann ist der Server. Hast du schon Termine gemacht? Na klar. Grüß dich, Crazy Nutella. Ja, ist natürlich viel. Was muss man da machen? Also die richtige ist, Drohne dass fliegen. Ich mit Geist nur das. Bin und hier mich totfahren ja. Wollte. Das war's. Das ist ja auch die Ausbildung. Du musst nur die Drohne beherrschen. Nuri. Beim Terminal. Ja, bitte. Okay. Oh. Okay, ich würde vorschlagen, den nehmen wir auch mit, aber. Obwohl, wir haben ja noch Platz. Wir haben noch Platz frei, ich lege den mal Handschellen an. Sogar. Machen Sie mal. Also, wir nehmen sie aus Eigensicherung fest, ja? Nicht, dass die uns gleich irgendwie. Wir wollten eh gerade einen Profi wegbringen. Ja. Okay, ich bin mal nachher wieder da. Ja, ich boote Ihnen das Auto sonst voll, wenn ich keine Handschellen trage. Wissen Sie sonst. Sie kriegen als Sitznachbarn einen Opa, der seinen Enkel ermordet hat. Interessant. Ich bin mir sicher, sie werden sich gut mit ihnen anfreunden. Der ist genauso sie nicht verrückt wie Opa. Sie. Okay. Opa, komm raus da. Sag mal, jetzt hat er noch einen neuen Freund. Ich würde die Karre eigentlich beschlagnahmen wollen, der aber... Nee, der hat jetzt einen neuen Freund. Das heißt, ich führe da vorne ins Auto. Frau Kollegin? Ich möchte wollen Sie Streifenwagen oder wollen Sie Limo fahren? Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal Limo mit. Oder ich fahre bei Ihnen mit. Weil Sie mit zwei Kriminellen hier und einem Suizid gefährden, ist das vielleicht nicht so. Ja, oder wir machen so, der Herr fährt den Offroader von seinem Opa und der Kollege Nico, der fährt dann mit der Limo, okay? Ja, das ist auch ein guter Plan. Können wir auch machen, ja. Oh, ich hoffe nur, dass uns auf dem Weg diesmal. Ich hoffe, dass uns nicht noch ein Schwerverbrecher entgegenkommt hier. Ich fahre mit deinem Fahrzeug sind mittlerweile voll. Hä? Das Fahrzeug repariert und ist noch immer kaputt. Kollege, lass mich mal ran. Ich fahr mal ein Stück. Ein Schläfchen. Ja, der Herr im schwarzen Aufruder, wenn der Opa will schlafen. Nach Atira fahren. Wir werden dorthin fahren. Hast du gehört? Ach, der Opa will schlafen gehen für 2 Minuten. Was? Der Opa will für 2 Minuten schlafen gehen, sagt er. Achso, lol, die Karre. Ja, okay, die Karre ist verbuggt. Ich würde sagen, einfach beschlagnahmen, ne? Warte, stell dich mal weg. Oh oh. Wenn mein Opa keine Luft bekommt, der Asthma-Spray ist in der rechten Tasche. Bin sicher. Reparierst du jetzt, oder? Ja, ich hab's einmal ausgerichtet und jetzt versuch ich nochmal zu reparieren. Der Opa ist weg. Ah, Mist. Hat er einen Disconnect, oder? Nicht der Opa, das ist der mit der Limo. Achso, okay. Ja, egal, passt, dann fahren wir einfach ohne ihn.
Ja, ich beschlagnahm das jetzt. Oder soll ich stehen lassen? Nein, beschlagnahm. Ich stehe mit auf der Straße. Er verbindet schon, er verbindet schon. Er verbindet. Konnte ich dem da. Ja, wenn du was, dann kannst du eigentlich bei uns mit einsteigen, wenn der Typ da schon im Offroader sitzt. Ja, warte, der Carsten Stahli verbindet gerade wieder. Achso, okay. Oh, okay. Also, das war der suizidgefährdet war. Genau, ja, er sagte zu mir, ja, also, wollen Sie jetzt eine erfundene oder eine wahre Geschichte? Ich sagte, die wahre. Sagte sie, ja, dann kriegen Sie jetzt die unwahre. Ja, ich wurde vom Polizisten hier festgenommen, ins Fahrzeug gesteckt und deswegen konnte ich jetzt nicht mehr selber aussteigen. Der hat mir eine illegale Waffe untergejubelt und deswegen sitze ich jetzt hier. Und sag ich zu ihm, ja, und jetzt die wahre? Ja, ich bin ein Geisteskranker und möchte mich hier gerne totfahren lassen. Ups. Alter, warum lässt sich die scheiß Karre nicht reparieren? Oh Mann, ey, warum ist kein Sanitäter da, wenn man ihn braucht? Besonders bei einer Person, die suizidgefährdet ist. Ich würde vorschlagen, man lässt ihn gefangen irgendwo. Ach. Ist er denn Ach, da ist er. Ich beschlagnahm die scheiß Karre. Jo, da bin da ich wieder. Da sind sie ja wieder. Ja. Ja. Ich lege ihn ja nochmal Handschellen an und setze ihn auch bei uns ins Auto, ne? Machen Sie mal. Super. Das könnte eine lustige Party geben jetzt. Na klar. Rinn in die gute Stube. Ja, rutschen Sie nochmal drüber. Hallo. Wie bitte? Rutschen Sie auf dem Beifahrersitz. Ah. Hallo! Hab ich denn mitgenommen? Schaut nicht so aus. Ich hab nur verstanden, rutsch mal rüber. Ich sag, hey, wer rutscht so. Über wen? Ah, jetzt sind sie ja drin. Da ist es verkehrt gelaufen. Mahlzeit, darf ich. Ah, das Job als Polizei. Was? Wie ist das Altenheim denn ausgestattet? Geht's dort meinem Opa gut? Ja, natürlich. Da geht's ihm perfekt gehen. Da alles. Braun. Alles. Sie wissen, der ist ja ein ganz schwieriger Charakter. Lässt sich nichts sagen. Ja, die werden schon wissen, mit dem umgehen. Ich hoffe, er hat Ihnen nicht allzu viele Schwierigkeiten bereitet. Nee, war eh komplett eigentlich. So, da mein Schlaf unterbrochen wurde, können Sie mich aufwecken, wenn wir da sind? Klar, kann ich machen. Ach, dankeschön. Boah, die Kurve wird mit dem Offroader jetzt hardcore da vorne. Ah, ich bremse.
Sind Sie da? Hallo. Kann aussteigen. Opa. Was ist da? Hallo. Achso, ich soll auf Blaulicht ausmachen. Hallo. Ich hätte da eine Frage. Ja, klar. Stellen Sie die. Opa. Aber nur eine. Also, mein Bart, der ist schon ein bisschen lang. Hätten Sie dafür... Passen Sie auf. Nee, Sie sind der einzige Enkel. Nicht, dass er Ihnen auch noch die also Kehle aufschlitzt. Ziemlich scharfe rasiert klingen. Oder besser gesagt, irgendwo eine Waffe für mich erschießt. Was? Mein Opa ist nicht so einer. Okay. Komm mit. Joe Kovac? Ja. Komm mal her hier. Okay. Das ist nicht deine Schuld. Er ist hier. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ne? Und wollte gerade von mir rasiert klingen haben. Ja, das ist natürlich auch zur körperlichen Pflege Babyface. Da, ne? Babyface Nelson. Ja, sie haben wirklich ein Babyface, das muss man ihnen lassen. Warum wollte sie sich selbst verletzen? Babyface. So denn, was ist passiert, das so schrecklich ist? Ich muss mich rasieren. Ich hab hier noch ein Ticket, was der gute Opa jetzt hat. Das sehen wir leider nicht, weil also, sie da eine Maske anhaben. Aber er hat jetzt ja. Verletzt. Ich würde mal erstmal bitten, vielleicht mir einen Ausweis zu geben, wenn das geht. Natürlich Körperverletzung, ne? Egal ob genau, einen war von hier. Oder sagen Sie mir, wo der steckt, dann kann ich ihn rausholen. Darf er jetzt nicht ungestraft davonkommen? Er hat wirklich die doch die Rente ist, hier. Ja, darum frage ich Sie gerade. Nicht. Sind Sie in der Lage, das Ticket von dem Herrn zu zahlen? Wie hoch ist es denn? Ja, sind Sie da. Nee, eine Sekunde. Ich muss mich noch mit meinen Kollegen nochmal beraten. Vielleicht sind das denn Kollege? Die Geräusche. Opa, geht's denn gut? Ich glaube, wir geben ihm das Ticket mit 5000, ne? Weil er da seinen Neffen schwer verletzt. Ja. Also, kann ich mir nicht leisten, machen Sie das mal nicht. Also 1000 können wir machen. Wer bohrt denn hier? Ach, sind Sie hier? Hallo? Na, darum ist er hier Hallo? Der Arme. Vielleicht kann er da. Sprache, ich bräuchte einen Ausweis von Ihnen. Wo haben Sie den eingesteckt? Also eigentlich müsste er in der hinteren Tasche sein, Sir. Gucken Sie doch immer an. Alter Mann, die Sonnenbrille ist auch gefälscht. Ja, das kann ich mir beurteilen, Alter. Ja, Stali. Das riecht dich so. Naja, Carsten, Stali. Gut. Wir haben uns vorher erzählt, dass sie suizidgefährdet sind. Was ist denn los? Warum 2050, sind sie suizidgefährdet? Das Problem war gestern, da die waren zwei Polizisten, die haben mir nicht geglaubt. Und das hat mich sehr belastet. Er wurde nebenbei auch geblitzt und man hat gesehen, wie er... Eine Sekunde, also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die ganze Geschichte schildern. Ja, gerne, ich höre zu. Also, das war so. Ich bin mit meinen Kollegen über die Straßen gefahren und irgendwann wurden wir angehalten von einem relativ großen Trupp. Die haben uns bedroht und haben gesagt, wenn wir keine Straßensperre errichten und diese nicht halten, auch bei Widerstand, werden sie uns töten. Und die Polizei, ich sag mal so, sie ist gekommen. Und in der Lage wären auch das Ticket zu zahlen. Also dann würde ich denke mal, wir werden jetzt machen. Gesucht. Machen aha. Wir so und 2000 das plus eine schnell Lizenz, zu Ende dass zu bringen. Marihuana kiffen darf. Ich glaube, den Rest, den können Sie sich denken, Sir. Natürlich. Also, bei solchen Fällen gibt es ja immer wieder die Möglichkeit, sich bei der Polizei zu melden. Ist mal so, die untersuchen den Herrn und wenn sie dann uns sagen, ja, der Herr braucht seinen wenn sie das auch machen, dann wird auch anders gehandelt. Aber wenn wir da vorbeifahren und wir sehen da Fahrzeuge auf der Straße, nehmen wir es automatisch an, dass das eine Straßensperre ist. Können wir natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt von anderen Leuten befohlen wurde oder ob es das heute selber machen. Ja, warte, ich auch verstehen. Das kann ich verstehen. Ich schreibe das hier lieber auf meinen. Dann machen wir das so. Ich schau mal nach, ob was gegen sie vorliegt. Okay. Was vorliegt. Hände. Nehmen Sie mal die Handschellen ab. Okay. Vielleicht steht was wegen der Straßensperre da. Wenn was steht, dann werden wir das regeln. Und dann reden wir weiter. Ich schau mal nach. Okay. Komm gleich. Hallo, machen Sie sich mal nützlich und machen mal die Handschellen ab.
Okay, das habe ich hier so angeschrieben. Aufgeschrieben, pardon, Helmut. Der arme Opa. So. Helmut. Dann machen wir das. Astenstahl war das. Sie werden von mir jetzt ein Ticket von 1000 kriegen und ihr Neffe da darf auch ein Ticket von 1000 zahlen. Okay, da steht. Das ist ein freier Mann. Ja. Okay? Hey, Kollege, Sie brummen. Machen Sie mal die Vibration aus beim Handy. Das ist der Magen. Nein, nein, das ist nicht der Magen. Das ist... Erzähl ich gleich. Das erzähl ich gleich. Nein, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja. Ich will nicht in den Rucksack reinschauen, gell? Bleibst auf Entschuldigung, Frau Paschulke, aber ich vermute, der Herr hat, glaube ich, hinten so ein Spielzeug. Nee. Das ist das Geräusch kenne ich. Das kam bei meiner Frau immer aus dem Schlafzimmer. Das ist ja ekelhaft. So, ich geh mal zurück, das ist leider peinlich. Das hat er ja. Vorab. Sind Sie da, oder? Das Altenheim ist da hinten. Ja. Also vorab. Ah, ich stelle sie mal weg, weil ich verstehe hier kaum was. Der da hinten. Komm, Opa. Machen Sie das. Ich stelle ihn ein bisschen weg. Verstehe ihn fast nicht. Das hat er ja. Diese Geschichte mit der Straßensperre liegt nicht vor gegen Sie. Wir machen das jetzt auch so. Okay. Es liegt aber illegale Waffenbesitz vor. Okay. Wir machen das jetzt so. Ja. Der Verdacht besteht, dass Sie auch jetzt eine illegale Waffe bei sich tragen. Kann das sein? Sir. Ich kann bestätigen, dass ich Magazine habe, 5 Stück. Die wurden mir gestern nicht abgenommen, aber die Waffe wurde mir abgenommen. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt einfach so. Ich werde Sie hier jetzt freilassen. Die Kollegin wird auf Sie drauf achten. Und Sie legen Ihre Sachen bitte auf den Boden und treten danach 2 Schritte zurück. Bitte alles auf den Boden legen. Wenn das... Okay. Und jetzt 2 Schritte. So lang ist ihr Bad ja gar nicht. Dankeschön. Ich schaue mir jetzt nur mal kurz die Sachen an. Okay, machen Sie das. Wer schießt hier? Ich glaube, das war ein Taser, oder? Gut, der Herr. Ich lasse Sie jetzt wieder frei, dann können Sie sich wieder anziehen. Ich habe Ihnen die Magazine jetzt rausgenommen. Ja. Und die werde ich auch beschlagnahmen. Aber auf jeden Fall können Sie sich jetzt anziehen wieder. Okay, danke schön. So, dann klären wir das mit der illegalen Waffe. Sie haben gesagt, jedem wurde die Waffe abgenommen, aber wie kommt das dann, dass in der Fahndungsliste noch jemand das eingetragen ist? Also, das war relativ spät abends, das war 5 Minuten vor Mitternacht, sag ich mal so. Und keine Ahnung, sie sind vielleicht etwas früher schlafen gegangen, die Herren. Von der Polizei. Verstehe. Ja gut. Wissen Sie. Dann lassen wir das jetzt mal vorab. Reden wir über Ihren Suizidversuch weiter. Und zwar möchte ich gern wissen, ob Sie noch immer gefährdet sind oder nicht. Okay. Gut, das mit der Straßensperre, wie gesagt, das ist, wie es ausschaut, geregelt. Vorab, deswegen müssen Sie keine Sorgen mehr machen. Okay.
Und ich hoffe, sie haben keinen Schaden davon getragen. Ich hoffe, dass die Brummen wieder. Mal. Was ist denn da oben? Und das, wie gesagt, also ich hoffe, sie haben keinen Schaden davon getragen und haben jetzt auch keinen Grund, hier dich irgendwie zu verletzen zu wollen. Und wir müssen halt wissen als Polizisten, ob wir sie jetzt hier rausgehen Ah, lassen, ich habe eine Idee. Ich repariere mal das HQ. ob wir sie Viel Spaß. hier rauslassen können, ohne dass sie sich irgendwas antun. Was sagen Sie dazu? Also, Was macht ihr so wenn ich hier Schönes? rausgehen würde, Ja, dann würde sich erstmal die Frage stellen für mich, wie ich hier am besten wegkommen würde, am besten nach Kavala. Ob es da vielleicht eine Möglichkeit geben würde, irgendwie ein Auto zu organisieren. Und sonst denke ich mal, oder ich gehe mal davon aus, dass diese Sachen jetzt geklärt sind. Ich habe Hunger. Wie Sie schon gesagt haben, wenn ich mit der Polizei mich verständige, wenn so etwas auftritt, dann sollte mir eigentlich auch nichts passieren. Dann machen wir das so. Dann musst du Wir die machen das jetzt Bestellung so. Sie haben noch in der Fahndungsliste, wie gesagt, das mit der illegalen bestellen. Waffe im Besitz. Das wäre ein Ticket von Oder lässt dir was 600 von Euro. Johnson schicken. Wenn Sie das zahlen würden, würde das auch verschwinden. Und Gleich. danach könnten wir das so Achso, ich hab machen, gar nichts gesagt. dass wir Oh sie dann Mann, zum ey. Ich müsste RHQ eigentlich meine fahren, Nachbarn AR anrufen, die Field da was fahren. Selbst Dort mitbohren ist auch oder eine was? Garage. Da können sie ein Fahrzeug auspacken und nach Kavala fahren. Also, ich habe gerade bloß ein Problem. Ich habe nur 315 Euro auf meinem Bankkonto. Seit der neuen Währung ist das ja ein bisschen erschwinglich, Geld zu bekommen. Also. Dann komme ich Ihnen etwas entgegen und weil ich heute ein bisschen gutmütig bin, machen wir daraus etwas viel weniger. Ich stelle Ihnen ein Ticket aus und wenn Sie damit einverstanden sind, unterschreiben Sie links unten. Wenn nicht, lehnen Sie es ab und dann reden wir weiter, okay? Okay. Voll. Er hat keine Gar Kohle. nicht groß. So, Sehr okay, gut. drei Zimmer wohnen, Gut. aber warum? Egal. Dann hat sich das auch erledigt. Wir machen das jetzt so. Ich werde Sie jetzt freilassen. Sie kommen mit nach vorne. Sie werden bei uns ins Fahrzeug einsteigen und dann fahren wir Sie zum Airfield, zu der Garage, wo Sie gerade. Okay. Kann ich abgehen? Bitte? Der Herr ist ja freundlich, ne? Ich Natürlich, wollte sagen, ja, ob ich um die klar. Ecke gehen kann. Der ist ein Natürlich. netter Herr hier. Gut, dann kommen Sie mal mit. So, ich müsste den Herrn kurz zum Airfield fahren. Kommt sie mit oder? Ja, Dieter spawnt jetzt, glaube ich, gerade in Altes Mitte, ne? Ja. Ja gut, dann packe ich mein eigenes Fahrzeug aus und komme gleich wieder. So, ich muss jetzt die Waffe wieder wechseln, ne? Das ist zu Quatsch, trainieren. bei Tier kommst du auch nicht. Naja, ich habe ja aber nicht die Spar auf meinem Rücken. Ja, ich rüste gleich den Da Dieter kommen Sie mal mit, genauso auf. steigen Sie da vorne ein. Das geht auf deine Kappe. Ja, na klar, aber bei vier Okay. Leuten, also, das ist noch gar nichts. Das gehört dir. Du kriegst auch keine Spar. Ich hab ne Spar. Soll ich die denn weglegen oder was? Ja, ist Auto. Oh, dann schauen wir auch gleich, ob Ihr Fahrzeug auch repariert ist, weil vorhin haben ich und das Ko der Kollege es versucht zu reparieren, aber es hat nicht funktioniert. Haben wir es beschlagnahmt. Okay. Wir hätten es sonst mitgenommen hierher. So Leute, hier stehen voll viele Okay. SUVs vom HQ, damit ist. Bei der Ruine. Dann bleibe ich so lange, bis sie ein Fahrzeug sind. Damit ich sicher also gehen kann, damit ich wegkomme. Okay, danke schön, Sir. Wir sind nicht dann da und zu hören sagen. Okay. So, wie Sie Der sehen, da Polizist hinten. von gestern.
Ja. Der Polizist von gestern fand dieses sehr ziemlich störend. So. Ach so, okay. Ja, dann steigen sie mal aus. Wisst ihr was? Und fahrt mal besser ohne mich vorerst vor. Ich versuch so lange auf dem Marktplatz oder so zu chillen, bis dieses verfluchte Kraft. Packen sie mal aus, damit ich schauen kann, ob das Fahrzeug auch repariert ist. Jo, ich bin gleich bei Ihnen. Der will die da ja ausrüsten. Ah, hier bei dem Schild, ja. Solange guck ich mal, was ich mir so bestellen kann. Ich hab Hunger. Ich hab gesehen, du kannst ja sogar bei Amazon Prime hier Essen bestellen, so, Alter. Ja. Fix. Also das Fahrzeug ist repariert. Heutzutage, ey. Vielen Dank nochmal, Sir. Kein Problem. Und dann viel Spaß noch weiterhin auf der Insel. Ich gebe Ihnen noch ein Pflasterchen, sehe ich gerade. Und ich hoffe. Dankeschön. Weil in der Zukunft, wenn sowas passiert, dass jemand dazu zwingt, irgendwas Illegales zu machen, einfach den schreiben und dann wird das auch aufgenommen. Und wenn was passieren sollte, dann werden Sie nicht belangt. Okay, dankeschön für die Information, Sir. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Also die SUVs fahren da gerade zum Airfield. Sind halt hier beim Airfield, jetzt sind sie wieder eingestiegen, wie sie gesehen haben. Ich steige ein. Komm zum HQ wieder zurück. Ich hoffe, die wollen keinen Blödsinn machen. An Hangenberg ist auch gelandet. Mann, die provozieren. Wer die an die SUV-Server? Ja, ja, die fahren mir hinterher, überholen mich und so weiter. Macht jetzt aber auch bald Teile. Wo ist Nuri jetzt hin? Wie bitte? Wohin? Oder Nuri? Ich bin hier. Ja, das sieht so gut aus. Geil, Alter. Der Falkenauge. Ah, jetzt geht's wieder. Der Kollege, sie brummen nicht mehr. Doch, das mach ich. War so klar, dass die provozieren wollen. Die ja, fahren Sie mal ohne mich, ich repariere mal die Tanke da drüben. So. Essen bestellt. Musst aufpassen, Alter, die überfallen die grad. Hast du die jetzt, Komm zu mir mit. Hast du die jetzt eine Waffe, Leonie? Ich ja, aber die da nicht. Ich hab nur Taser. Achso, ja. Zieh den Taser dann. Schauen wir mal, was die wollen. Justiert euch so, dass ihr euch nicht irgendwie erwischt. Das sind mehrere Tangos, gell? Komme ich da nicht durch. Balkenauge, gell? Du bist gemutet, damit du es weißt. Ach, das sind die Toriel-Schüsseln schon wieder. Die rauben auch wirklich jede Tankstelle aus. Von Kavala bis zu hier. Die haben so Langeweile. Ich lege mal Safe Call hier ein Langband hin.
Auf, das sind mehrere Tangos, also es kann auch hinter dir sein, per Schuppe, gell? Okay. Und was wollen sie? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wurde es gemutet. Achso. Also hier hinten sehe ich keinen. Hast du dich auch mal um? Bitte? Ja, ja, ich bin schon dabei, aber es sind wahrscheinlich echt nur wieder die Tariel-Schwestern da. Naja, und zwei, drei Männer, glaube ich. Ach, Lasse von Hause. Ja, Lasse ist auch da. Ich sehe es gerade nicht. Ich renne da jetzt dran, gell, damit ich. Ich glaube, der Offroader gehört da nicht zu. Beweg dich! Ja, du hast mich gegen den Baum gesetzt. Oh. Aber! Gut, dass dein Auto da hinten an der Tanksäule steht. Ja, weil ihr hier so einen Quatsch macht mit mir. Beweg dich, sag ich! Ja, ich eile doch schon. Schieb doch mal ein bisschen. Oh, Alter. Lauf nicht immer nur doof in mich rein. Herr Kollege, was geht ab? Ja, fahr wieder so ein doofer Alarm. Ja. Ja, die Tank hier spinnt immer wieder gerne. Ach ja, okay. Was für ein doofer Alarm. Haben wir doch die Meldung bekommen. Naja, ich bekomme hier sehr oft die Meldung. Nee, immer wieder komme ich hin und es ist dann doch nichts los. Guck mal. Halleluja. Es wurde nichts angerührt. Alles zu. Ich krieg das Ding auch mit bloßen Hand nicht auf. Der rote SUV fährt los. Sieht alles sauber aus. Was? Wieso? Die erzählen mir das gleich. Wieso nehmen wir den nicht hoch? Ich habe ja gerade RP mit denen gemacht. Ja. Hau mir mal bitte eine runter. Hier, der an der Straße. Hau mir mal bitte eine runter. Ja, Nico, hau mir mal bitte eine runter. Jo, warum? Achso. Danke. Ich hasse das mit dem Taser-Bug, Alter. Ja komm, ich geb dir eine Waffe. Jojo. Ne, du kannst dich jetzt auch nicht hier so ungeschützt auf der Straße. Wir liegen hier zu dritt auf der Straße, ey. Da, oh, mit so einem scheiß SUV. Ja, ich hab alleine auf dem Boden. Daniel. Nur wieso nicht? Oh Gott. Wieso haben wir die jetzt nicht hochgenommen, Alter? Erster. Ah nee, zweiter. Nee, dritter sogar. Vierter. Das glaube ich meine Karre, glaube ich, aber. Ja. Komm mal her. Ja, da ist meine Dings drin, meine Spar. Achso, du hast deine Spar schon? Spar ist da drin, ja. Ja, dann lege ich dir keine Waffe. Von alle neu. Ja, ich gebe ruhig eine 6,5er bei 4 Mann. Ich habe leider achso, auch nur Spar. Ich vergesse. Ja, warte, ich gebe dir dann auch gleich eine 6,5er. Dann sag mir, was wollt ihr für eine Waffe? Mit Vision und so alles. Also, dann ich nehme einen. Ja, MX. MX, okay, und der andere Kollege? MXM. Okay, dann lege ich meine SW in die Karre. Und ein Dings wäre cool, ein RCO. Tu mir mal einen Gefallen, nimm mal die Spar 16 und beschlagnahm die mal bitte. Alles klar. Ein RCO kann ich dir geben. Also eine MX und eine MXM. Mhm, kannst du mir sonst auch eine SW geben. Ja, ist dir überlassen, mit was für einer Waffe du am besten halt umgehen kannst. Dann gib mir lieber eine SW. Ja, ja dann. Mit was für ein Visier? Hab ich alle. Hab noch LRPS und ja, dann komm her, dann ist die direkt hier in meiner Karre. Nimm dann nur RCO raus, wenn du ein Visier hast. Jojo.
Charlie und so ist auch alles drauf, Munition auch. Also ich hab 4, weil bei mir 4 reinpassen. Mhm. Oh, das fällt so, und der Nico, der wollte eine MX oder eine M. Ist egal. Mit was für einer Waffe kannst du am besten umgehen? Boah, keine Ahnung. Habe ich noch nie austestet. Dann machen wir direkt die alle Partner, lo. Ein Erzo wäre halt cool. Okay, dann also ein MX. Und ein DMS, wenn es geht. Ich gebe dir auch die Kohle, weil dann kann ich auch auf Weite schießen. Ne? Nee, Geld habe genug, Geld brauche ich nicht. Ich suche mittlerweile. Egal. Wolltest du ein ARCO oder ein RCO? Nee, ein RCO auf der Waffe und ein DMS wollte ich mir da geben. Okay. Na? Ja, dann komm mal her, die fehlt nur noch ein Charlie. Schon wieder die Tariel-Schwestern. Wenn die jetzt aber noch eine Tanke machen, ey, dann nehmen wir sie. Machen die immer. Die machen immer alle Tanken durch. Mhm. Okay, dann nehmen wir sie bei den nächsten Hops. Ja. Und dann wahrscheinlich so jeden Tag. Bearbeitung machen sie wahrscheinlich. Und, ist alles richtig? Jo, perfekt. Okay, Ein DMS wäre cool. Hast du eins? Auch ein DMS, warte. Respekt, wenn du damit umgehen kannst. Ich kann damit gar nicht umgehen. Ein DMS finde ich auch voll geil. MXS, wie meinst du? Ich sag mal so, ich hab mit einer MX oder M, nee, war MX, glaube ich, aus 530 Metern, als wir die SDK-Prüfung gemacht haben, 3 Magazine gebraucht, einen Typen, der 350 Meter weg ist, zu treffen. Mit einer DMS. Ja. Alter. Und okay. Mit einem RCO schaffe ich es aber, Leute mit One-Shot zu snipen aus 830 Metern. Okay. Okay, ja, wow. Ja, beim DMS. Das ist für mich so Rekord. Ich bin sonst nicht der beste Sniper. Aber gut, sag nix, ne? Ich habe gestern mit einem LRPS aus 900 Metern mega auf daneben geschossen. Ja, es gibt ja die Leute, die ich aus 1, 2 und so. Ich hab gestern auch noch einen erschossen. Das kann der Kovac bestreuen. Ja. Ziemlich gute Arbeit geleistet. Was, du hast wen erschossen? Ja. Du? Das glaube ich jetzt nicht. Also, kennt meine Schießkünste. Deswegen. So. Ja, passt doch. Dann haben wir alle hier gleiche Partner-Look. Und wir gleich unsere eigene SDK hier. So, genau. Ich bin jetzt kurz im Auto, ich gerne rauchen. Jo. Ja. Mitten im Dienst. Nee, ja klar. Mach ich immer. Das kommt hier hin. Jo, ich bin dann auch fertig, mir fehlt nur noch ein Magazin. Jo, dann bin ich jetzt auch bereit. Wie wollen wir es machen? Wollen wir Hallo. Zwei Fahrzeuge fahren? Hallo! Können wir auch machen. Jetzt müssen wir hier zwei Fahrzeuge. Ja genau, jetzt müssen wir sogar zwei Fahrzeuge. Ja gut, dann packe ich Grenze aus. Ich spiele da nicht drin. Mal ruhig, Ja, ja, aber du kommst ja wahrscheinlich. Das ist richtig. Na siehst du. Oh. Alter, die werden doch eh gleich hier bei der Crossfire. Ach ja, genau, gestern wurden ja einige Leute wieder angenommen, darum sage ich mir, warum kenne ich sie nicht? Willkommen auch über euch, ne, willkommen bei den Kopf. Du seid vorgestern da. Ja, ich war aber gestern gar nicht da, darum habt ihr euch die Tage wieder verwechselt. Das ist gut. So, jetzt habe ich schon wieder. Ach nee, ich wollte eine Taschenlampe, genau. Die ist so gut wie selten benutzt. Altira. Okay, komm ich jetzt. Oh. Oh, ich bin so froh, Alter, die haben aufgehört mit dem Bohren. Ey, wirklich, weißt du, das ist. Also, es kommt ja bei euch schon so rüber, ne? Ich hab Kopfhörer an und ich höre das. Wow! Da ist mein Controller runtergefallen. So. Ist rein, Kavala. Uns hier der Magazin passen. Ah, shit, ey. Ey, ich muss mich hier wieder beschweren, Alter. Dass die Drohne so wenig tankert. War lächerlich, ey. Ich kann nicht mal einmal nach Kavala und zurückfliegen. Welche Drohne?
die normale Drohne, diese, die, was aussieht wie eine Ghost Hawk. Ja. Nur so Miniatur. Die hat so wenig Tank? Also ich bin vorhin mal reiner Verarbeitung, dann hoch zum Urananreicherung und dann zum Drogendealer geflogen, Atira, und wollte dann wieder zurück zum HQ, also ich bin quasi so ein Viereck geflogen, aber ich bin gar nicht in HQ angekommen, weil ich zwischen Drogendealer, Atira und Flughafen, da mir der Sprit alle gegangen ist und das Ding volle Kanne. RIP. Ja. Vor allem, ich bin extra tief geflogen, damit wenn mir der Sprit ausgeht, damit ich so Autohaber und so aufmachen kann, aber ich habe vergessen, dass das nicht dass das kein GTA ist. In GTA kannst du ja sogar mit einem Flugzeug auf der Straße landen, dir passiert nichts. Also mache ich zumindest immer so. Also mit Flugzeug meine ich jetzt nicht Titan, ne? Ich meine dieses kleine Jetflugzeug, dieses schwarze. Ich stell mir das gerade so vor, ey. Nee, das ist voll easy, ey. Okay, klar, ich nehme natürlich paar Straßenlaternen mit, aber das Ding fliegt wenigstens hier. Ach komm, lass mich noch mal kurz raus. Ne? Ich schau mir noch mal kurz. Ein paar Apfelkuchen. Warte, ruhig. Geh mal schnell. Oh, nee, warte. Dann kommst du, kannst ja tanken gehen. Sag mal, wer von euch heißt... Ach da, okay, es ist Hansen. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist ja Hansen. Ich komme immer so durcheinander, weil wenn jeder so lange Namen hat... Sag einfach Sascha. Wir hatten früher einen Direktor, der hieß Sascha, aber Hansen nicht. Sascha irgendwas. Egal. Doch, war vor. Ja, ich muss mir einen anderen Namen geben lassen. Ja, es gab Ivan Hansen, es gab den... Obwohl, nee, der heißt Havok. Warte jetzt die Woche ab, wir haben ja jetzt Praktikum. Achso, ja, genau. Praktikum vorbei ist. Also wollt ihr wirklich nur so gucken, wie es ist, oder wollt ihr wirklich nur so ein paar Tage da sein und dann wieder normal? Nee, wir wollen uns das mal angucken, das ist... Ah, also, okay. Wir waren vorher im Sunny tätig und das ist ja öde. Wer macht in deinem Hintergrund Karate? Ich könnte schwören, ich habe so eine Ho-Joch gehört. Ja, ja. Oder sowas ähnliches. Nee, wir waren von einem Sani-Dienst tätig und das war ja, ist ja sehr öde, ne? Boah. Macht denn der. Egal. Eins! Ein neues Fortbewegungsmittel. Direkt erstmal springen, ja, also. Oh, schön. Okay. Ich geh mal in den Schlag nochmal. Jo. Ah, von Kira Tariel. Ja, ja. Das ist das Ding hier. Ja, einfach so Schlag nach, das Ding hat da nichts zu gut. Alter, ich glaub. Kann sein, dass das die sind. Ja, ja, das sind sie. Das waren die, oder? Warte, ja. Ach, warte mal, die Tanke weiter unten wird der gemacht. Fahren wir schnell. Die ist schon gemacht. Die ist schon fertig. Lol, ich hab die Meldung gar nicht gesehen. Die ist schon mega lange. Okay, dann. Lass mal aufpassen, dass wir die nächste tanken. Okay. Ja, die sind wahrscheinlich Gürgers runter oder so. Ja, ich fahr mal nochmal hin. Wenn die überhaupt noch da sind oder so. Weil ich hasse Leute, die denken, dass bei 5 Cops niemand traut, weiter Streife zu fahren. Die haben schon den ersten Hops genommen beim Drogendealer. Da. Alleine sind wir ja nicht aus Kavala raus, ne? Als Praktikanten. Ne, die Anwärter ja auch nicht. Ne, Anwärter auch nicht. Alleine ja generell nicht. Schon alles erzählt. Oh. Perfekt. Warte mal, wer sitzt eigentlich? Ja, nee, wer sitzt bei mir hier alles? Ich sitze bei dir. Dieter und. Oder? Paschulke. Ja, genau, ich. Wenn ich die Paschulke sage, klingt es irgendwie komisch. Ich sag lieber Leonie. Weil ich sag ja zu Peter immer Peter Paschulke, darum. Oh, dieser Nebel. Echt ein Wahnsinn. Heißt, jetzt musst du so eine Limo mit 320 km/h mir entgegenkommen und dann. Obwohl, ich hab die besseren Karten. Ich hab Messer wie. Sorry. Ah, sorry. Alter, es wird ja noch dichter hier.
Aber echt? Hinter mir sind, passt auf, ich drück hier ein bisschen auf die. Ey, was geht denn hier ab, Alter? Heft, die Licht hab ich auch. Alter, ey, sag mal jetzt im Ernst, wird der Nebel noch dichter oder kommt das mieser vor? War mal in First Person. Du siehst hier gar nichts. Alter, als ob hier eine Zombie-Apokalypse anwesend. So. Normal fahr ich da 130. Warte mal, hilft vielleicht das hier? Nee, gar nicht. Könnt ihr was drinnen sehen? Ja, aber da ist nichts. Gucken, was könnt ihr noch gemacht werden? Wie gesagt. Es ist schade, dass wir. Ups, sorry, dass wir nicht sehen können, dass. Ja, das wer die Tanke überfallen hat. Das geht der Person. Ich weiß nicht, wer es war, aber. Ja, nee, also ich meine, dass man den Typen nicht befragen kann oder so. Ja. Überfall ist schon fertig. Also ist jetzt schon weg, schon warum auf der Karte. Warum ist denn das so neblig? Na, du, keine Ahnung. Ja. Alter, man sieht gar nichts. Weißt du, wenn jetzt eine. Ich bin froh, dass ich mein GPS habe, dann weiß ich wenigstens an die Kurven komme. Aber ich habe Angst, dass mir gleich ein LKW oder sowas entgegenkommt. So zur Info, ich fahre gerade ein bisschen schneller als 100, also nicht mal. Gut, weil ich werde fast draufgefahren. Wenn du willst, kannst du mich überholen, ich will jetzt nur keinen Unfall bauen. Ich bin sogar am überlegen, ob ich überhaupt bei der Route zwischen Natira und Lacker auf Gas drücken soll. Ob ich es riskieren soll, aber nee, komm, ich habe drei Leute. Zwei Leute, mit mir zusammen drei. Alter. Das ist echt dicht, muss ich sagen. Kann man den Supporter oder das anschreiben, dass er jetzt wegmachen soll oder so? Ja, ich find's lustig eigentlich. Nee, auf jeden Fall, aber. Ich weiß nicht, also. Hätte ich. Hab ich da gerade Stimmen gehört? Ich wollte gerade sagen. Das war ich, Mann. Also, ich meine, okay. Juli, hör auf damit. Das ist gerade unwahrscheinlich. Geht wieder los. Oh, scheiße, ja, ich bin nicht. Ja, setz einfach die Empfindlichkeit ein bisschen höher. Wie geht denn das? Ja, bei den Einstellungen. Ist auf Extras, Optionen, Aufnahme und dann tust den Regler nach rechts. Jetzt wie sieht's jetzt aus? Jetzt hört ja? Los. Nur wenn du redest, hört man's, aber das ist egal. Junge. Oh, wer schreibt da gerade mit seiner Freundin? Nee, ich mit einem Freund. Also Freund, okay. Grüß dich, Daniel. Boah, oh, den müssen wir holen, ne? Motorrad, ja. Motorrad in altes. Ja, okay, ich sehe schon kommen. Unsere Chancen, die zu finden, ist. Richtig. Hier rechts wie geradeaus? Ich bin geradeaus. Okay, wir fahren. Boah, ich bin direkt reingefahren. Achtung! Das Kuchen ist 20 Meter nach vorne geflogen. Ich fahr mal mit der Wartungsarbeiten an. Stell mal ein paar Hütchen auf oder so. Was machen Sie denn da? Ach, die Stimme kenne ich doch. Was sie schon wieder machen hier. Sie wissen, dass sie nicht aufhören.
Ich suche mal das Grad. Geschlagen haben. Junge, der steht mitten auf der Straße. Der. Also die Pylone bringen sich nichts, weil man sieht gar nichts. Wie direkt anfängt. Das ist der Panzer schon wieder. Der Panzer haben wir sie nicht in die Links gebracht. Sag ich mal, Sie Schwerverbrecher. Sag mal, Sie fahren in so einem dischbenebelten Wetter mit einem illegales Fahrzeug. Ja, es ist illegal, weil Sie auf der Straße fahren. Und dann noch ohne Helm. Fahrzeug auf der Straße. Was soll das? Und dann auch noch ohne Helm. Den Helm hatte er auf. Den Helm hatte er auf. Da, guck mal. Okay, dann tut's mal. Jetzt kann ich aber aufhören. Wollt ihr uns verarschen? Aber, Herr Panzer, Mensch, erst bringen Sie Ihren Enkel um und jetzt fahren Sie mit so einem Fahrzeug hier auf der öffentlichen Straße rum. Ja, mir war langweilig und zwar so schön neblig, da habe ich mal eine Runde gedreht. Ja, sieht man ja, was passiert, wenn man. Sie wird selbst im Nebel sehen, wir das. Wissen Sie eigentlich, dass das schwere Körperverletzung war, dass Sie mich da erfasst haben mit Ihrem Wagen? Was stehen Sie auch mitten auf der Straße? Ja, mein Benzin war schon wieder. Das Benzin. Ach, Gott sei Dank. Och, ich sehe wieder ach, was. Gott. Oh, was machen wir jetzt mit Ihnen, Herr Panzer? Vorhin haben wir Ihnen schon angeboten, dass Sie ins Fahrzeug, in Altersheim kommen. Und jetzt erwischen wir schon wieder. Sehen. Jetzt stecke ich ihn in die Innenanstalt für 5 Monate. Ja. Oh, es ist nicht mehr neblig. Wie schön, wo ist denn mein Kart? Das Grat ist weg. Das werden Sie, nie wiedersehen. Alter, das ist da hinten bei der Tanke gelegen. Von hier bis zur Tanke geflogen. Herr Panther. So. Wir fahren jetzt. Ist das Ding gar nicht? Ist das Ding explodiert? Nee, ich hab schon beschlagnahmt. Ach so. Wir machen das jetzt so. Steigen jetzt mit ins Fahrzeug. Ich gebe Ihnen mal einen Zettel in die Hand und dann vergessen wir das alles. Nee, kein Zettel. Also Sie kommen ja auch nicht hier weg, weil der Spock hat sich ja schon weg. Ne, das haben Sie ja schon einmal von uns bekommen, das sind Zettel. Da haben Sie mal einen Zettel. Da haben Sie einen Zettel. Genau, Sie dürfen jetzt von hier bis nach Kavala laufen als Strafe. Wir begleiten Sie. Ihr netten Kollegen. Haben Sie gesehen, was auf dem Zettel steht? So. Möchte ich bitte ins Zeugenschutzprogramm arrangieren? So einen Zettel geben Sie uns, sagen Sie mal. Ja, sehen Sie mal. Zuerst schießen Sie Ihren Enkel und. Marihuana. Boah. Hier, guck mal, das ist ein Gerät. Ja, diese höchste geheime Information. Straße! Ganz kurz hingucken. Ja, gucken Sie da mal nach, das ist besser. Können Sie mich mitnehmen nach Kavala? Mein Kart ist kaputt. Falcon, aber schmeißen Sie doch nicht immer irgendwelche Sachen gegen die Straße. Ja. Herr Panzer, dann schauen Sie mal, wie Sie hier wegkommen, weil das Kart ist weg. Das ist Strafe genug für Sie. Nee, Sie müssen ja bestraft werden und das ist für Sie eine Strafe. Die Polizeistation ist doch da hinten, oder? Da. Da steht noch mein Fahrzeug. Ich habe mich nämlich eben kaputt gefahren. Das ist meine Karre. Das steht nicht mehr dort. Das steht da gar nicht mehr. Nee, wie, das steht da nicht. Tja, das ist von der Straße ab. Steht da nicht mehr. Wie jetzt? Alle das bei Kofferraum Auto? Hat der jetzt hier abgeschleppt. Wie, ist egal. Können Sie mal, Sie können den Koffer hier stehen lassen. Hallo. Herr Officer. Wir drei waren gerade die ganze Zeit im Fahrzeug. Hä? Wie viele sind denn jetzt hier? Ja, ist egal. Kollegen, du bist eine, ey. Warte, ich nehm den mit. Na, kommen Sie, steigen Sie ein. Das ist, wo ihr wollt, ist ja kein Ding. Sie sind ja sowieso fuck, Mann. Also ich will nicht mitfahren. Lass wenigstens alle im Channel bleiben, aber. Ja. Ach, ich würde gerne auch so eine Waffe, wie meine Kollegen haben. Bitte? Weil mit der reißt man ja nichts. Ja, machen wir.
Mach Restart, wenn die schnell Pops sind. Ich fahr den schnell zum Airfield. Ja, sonst wechsle ich wieder auf die Spar. Ich fahr sie jetzt zum Airfield, da können sie sich wieder ein Fahrzeug ausparken. Ja, das ist schön. Ja, das hört sich gut an. Ja, ich würde sagen, bis 16 Uhr, behalten wir es. Und wenn nach 16 Uhr mehrere Hochreinge sein sollten, also so 4-5, dann würde wieder eigentlich wegpacken. Ja. Weil ich habe die jetzt nur rausgeholt, damit wir. Ich glaube zwar nicht, dass wir eine Schießerei hier haben werden, aber falls eine Schießerei sein sollte, dass sie auch in der Lage sind, zu teilen, dass sie müssen, wenn ihr damit das Ding da hinterher schießt, wenn der Typ da mit einer MK steht. Was für das Sachen, Nori. Ja, komm her, diesmal frage ich nicht, wer was für eine Waffe du willst. Willst du den beschlagen, die Limo da beschlagen haben? Ja, kannst du mir geben. Ja, gestern auch. 1 und 2. Oh, Blackbeard ist ja auch da. Nee, wie kommst du darauf, dass ich da bin? Wie, Blackbeard ist auch da? Ich hasse es, Leute aufzurüsten, aber mach schnell los. Was mach los, hä? Altes Mitte. Ja, Mensch, immer mit der Ruhe. Nee, ich nix immer mit der Ruhe. Rantreten. Alter Papa-Mensch und so, weißt du? Wenn du mit dem RC nicht umgehen kannst, sag mir, was für ein Video du willst. Ich muss mich erstmal meinen Steamer-Code einloggen, fällt mir gerade ein. Sag mir schnell, was magst du für ein Video auf dein RCO? Das hat sich. Alles klar. Okay. Die schöne SMA sag ich ja nichts, die sieht da richtig geil aus. Boah, lol, John Albon hat einen Geisel. Oh, 2,600 Charlies. Ab wie viel Cops geht das eigentlich? Nehmen? Also soweit ich weiß, war es früher 7 oder so, aber ich müsste mal gucken, ob es 6 und das. Naja, auf jeden Fall kriegt er es nicht. Wir haben selber keine 7,62. Wir sagen ihm, wir haben keine Auflage. Nee, 6,5er. Wir haben 2,65er. 6,5er. Einen habe ich sogar noch hier in der Tasche. Scheiße, noch gestern haben wir von der Bank. Ja, warte, ja, wir gucken gleich. Ich muss noch mal kurz regeln, gucken, ob das ab 6 Kopf war. Ich glaube ja. Bis jetzt sind wir 5 Kopf auf dem Server. Oder kann das kurz einer von euch machen, weil ich rüste mich gerade noch schnell aus wegen dem Kollegen. Ah, wo waren das? Leitstelle? Polizeiregeln, genau da. Da. Geisel, wo war Geisel? Da haben wir auch was im Sprechbereich. Wenn ihr Brass gemacht, kann man. Geiselname ganz unten. Steht nicht auf wie viel Cops. Ich markiere das schon mal, wo die Geisel ist. Oder wo er das auf jeden Fall geschrieben hat. Er hat ja noch nicht geschrieben, von wegen ist unordbar oder sowas anonym. Ich hab den Bußgeldkatalog gefunden. Ganz schön. Mal. Kann ich den irgendwie wegzoomen? Ach, schön, dass Rudi keinen Support mehr hat. Ich kann ihn endlich mal anstupsen hier. Jawohl, da ist er. Ach nee, das ist ja nicht. Du willst mich nicht, dann geh ich. Sag wieder. Sag mal, Heinz, nein. Gut, dass du da bist. Sag mal, war nicht geil, sind wir ab 6 Kopf oder so? Ja. Ach, kann er sich also knicken. Schreibt einer von euch, dass er geht? Jo. Sagt die... Heinz? Ja. Sagt die... So, jetzt halt schreibt die einfach, die Funkausbildung. Von Alban. Der Bürgermeister sagt, sie dürfen das nicht machen oder so. Nochmal. Aber die Funkausbildung. Was ist damit? Dieser schreibst du? Dass du die mit mir mal heute mal schnell machen kannst. Ne? Wird doch schon gemacht. Ja, kann ich machen. Ein Thema. Ja, schön. Wir haben eine EEL. Nuri? Ja, bitte? Nimm den Udo. Und zwei Praktikanten. Was machst du, Ausbildung oder was? Den Udo mach ich eine Ausbildung, dann nehme ich noch zwei Praktikanten. Und die anderen nimmst du dann. In Ordnung? Da muss ich ja meine Waffe wechseln. Ja, wenn du Ausbildung machst, ist mir egal, bei Ausbildung mische ich mich nie ein. Ja, nur der Udo macht Funkausbildung. Also. Du willst jetzt aber den. Macht ihr es auf dem Live-Server? Ja, auf dem Live-Server, noch klar. Okay, also warte, den Udo, wo ist denn der Udo?
bin hier. Der ist unter dir. Und dann nehme ich noch zwei. Ach, sag Blackbeard, Alter, ich krieg's Sache. Okay, also Blackbeard. so, dann den Blackbeard. Dann wird's noch den. Ja. Ich hab auch gerade gegessen. Ich hab den für die Geburt. Ach, richtig aus. Heinz, wen willst du noch? Ja, ich. Alles Gute. Happy Birthday. Danke, danke. Alles Gute. Sag mal, ich hab den. Alles Gute. Sorry. Ja, danke. Auch. Ich brauch noch den dritten Mann, den du wolltest. Ja, ich nehm noch zwei Praktikanten. Achso. Wir haben dann drei. Dann hab ich einen. Wer hat Lust? Hier auf Scheibe. Freiwillige vor. Scheiße, Bock, dann nicht. Weil sonst ist ja kein Problem. Wir können ja fahren. Ich dachte, warte, du willst die wegen Ausbildung. Nori. Das Problem ist, wenn ihr jetzt alle online kommt, dann werden die das trotzdem machen, ne? Dem ja, das ist geil, den Namen, ja, ja. Wenn ihr das gesagt habt, dass es erst nicht geht, dann kann er das knicken, dass er das dann jetzt nochmal macht. Ah, okay. Ja, okay, jetzt sind aber 6 online. Ja, aber wenn das... Habt ihr gesagt, wie viele Leute da sein müssen? Ja, 6 Cops habe ich gesagt. Ich muss ganz kurz telefonieren. Wegen Streifen und so, ne? Sagt's mir einfach. Mir ist das egal. Hauptsache ich komme oben mit auf Streife. Ja, das was. Ich habe jetzt nur. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Ich dachte, Heinz, du willst jetzt Ausbildung machen. Ja, klar, ich mache eine Funkausbildung. Aber wenn ich auf Streife fahre, dann könnt ihr noch einen mitnehmen oder zwei. Ach so meinst du es. Okay, weil ja. Ich dachte, du willst jetzt auch die Praktis direkt mit Ausbildung machen. Nee. Ist halt dann auch. Okay, wenn es so ist, weil ich ja. Weiß nicht, die Leonie, die wollte ja mit Nico fahren, dann würde ich die zwei ja. Einfach. Ich überlege halt nur, ob ich das mit. Vergaß, Leute, da unten wird ein Tanker ausgeraubt. Also, du kannst mir auch nur ein mitgeben und. Ja, dich würde ich wie gesagt runter moving. Obwohl, shit, du willst ja die Ausbildung machen, da muss ich ja die Leute den einzelnen. Ich hab's gewusst, dass er das ja. Schreibt. Habt ihr es gesehen? Ja. Also, Nico, warte, dann move ich dich mal. Ach, er ist Twitch, ich kann ihn nicht move. Ja, ist egal. Dann geh mal runter in die 110, ich move dich dann, weil du schon mit Leonie, glaube ich, sitzt, in die 110. Ja. Soll ich dem jetzt schreiben, dass er das trotzdem nicht mehr darf? Auch trotzdem nicht. Ja, wer halt so sagt, weil ich... Channel switched. User was moved to your channel. Ich fühl die dann auch bei uns. Sag's ihm. User was moved to your channel. User okay. Was moved to your channel. Hab ich geklaut. Die sind gerade bei der Mülldeponie. Bei der Tanke. Muss ich jetzt meine Waffe wechseln? Die Anwender dürfen auf 6.5 Uhr aufgerüstet werden. Bis 16 Uhr und danach gucken wir. Ich bin kein Anwärter. Ich denke, eine halbe Stunde machen wir dann auch noch mit der 6.5er. Hallo. Ach, Busch. So. Dann hier alles noch. Ich bin hier im Demo, in dem, hab grad gehupt. Was willst du von mir, du Rowdy? Ich bin da. Hat der irgendwas wegen... Wenn ich dir Lasagne weiß, dann was kriegst du flüssig, Scheiß. Schließe die, schließ den Essen wieder ab. Von 110 kommen. Bitte länger gedrückt halten, 100 hört. Wir fahren da runter zu Pyrgos Tankstelle Nord, glaube ich, war das. Allen kommen. Ja, machen Sie. Ich
kommen als Luftunterstützung mit Hummingbird, falls sie fliehen sollten. Standen. Auch eine Frage, könnten Sie vielleicht an John Alban schreiben, wieso er jetzt das nicht machen kann? Tesla. Moment. Jein, Herr Hansen, könnten Sie das machen, weil ich weiß den Grund gerade selber nicht. Ab wie viel kurz man Geiselnahme machen darf, melde mich gleich wieder. Komm. Okay. Waren das jetzt nicht 6 Cops? Das waren 6 Cops, ja. Aber jetzt sind wir ja schon 7. Ja, ja, aber darf ja nicht dann Geiseln wieder nehmen. Ja, da sind sie. Oh. Alter, wenn das nicht Fahrkünste sind. Wenn das nicht geplant war. Ja, du hast es leider nicht gesehen. Ich habe gerade einen Willi mit dem Auto gemacht. Oh. 120 für die 100 für die Bomber. Was? Wenn sie auch bereit sind, dann fahren sie mal gleich schon 110 zu Unterstützungen. Pyrgos Tankstelle. Checkt, machen wir. Das sind die Teile. Leichte Lände. Ja, guten Tag, die Herren. Guten Tag. Vielen guten Tag. Kommen Sie mal von der Straße runter, ehrlich. Frau Paschoke? Ist das Frau Paschoke? Kommen Sie mal runter. Gut, wer sind Sie denn? Doch. Tag auch. Ja, Tag, Ebert, mein Name. Wer der Name? Ja, Wonka bin ich. Hallo, guten Tag. Guten Tag. So, ich hätte gern mal Ihre Ausweise. Ich auch von gern. Ja, sicher. Bitte schön. Das ist aber mein Schülerausweis, ja. Ja, guten Tag, Herr Kovac. Jo, der Grund, wieso wir Sie anhalten, ist der, dass Oha. Weiter unten eine Tankstelle ausgeraubt wurde. Wir den Verdacht haben, dass sie das waren. Nee, der ist absolut unbegründet, das waren wir nicht. Ja gut. Als ob die so eine Tankstelle ausrauben würden. Was kriegst du denn damit? Von 50 Euro oder was? Das ist was anderes, ne? Ja, das, ich hab jetzt nur die damit zu tun, es gibt ich Leute. Respektiere die harte Arbeit dieser Tankstellenverkäufer. Feiertage, abends, nach morgens, mittags, abends, Feiertage, nachts, wieder. Verkaufen immer dieses überteuerte Kaugummi, überteuerte Brötchen und verdienen keinen Cent. Wieso sollte ich dann auch noch ausrauben, diese traurigen, armen Leute? Oh, danke Sebastian, ja, danke schön, lieber Witz. Ja gut, dann haben Sie sicher nichts dagegen, wenn wir kurz Fahrzeug anschauen und einmal ein bisschen Art allgemeine Verkehrskontrolle und stellen das auch. Ja nee, sicherlich nicht. So nicht. Da können Sie den zwei Praktikanten mal richtig hier die polizeiliche Ermittlungsarbeit zeigen, ne? Wollen Sie mich jetzt diskriminieren, weil ich Praktikantin bin? Nehmen Sie uns richtig durch, Officer. Überhaupt nicht, Frau Paschoke. Naja. Gut. Was sollen denn solche Aussagen? Nein, Frau Paschoke, Sie kennen doch meinen Zwillingsbruder. Oh, ja, da. Okay. Ja. So, machen wir mal die Kofferraum auf. Da, da ist Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten. Oh, da läuft Zeit ab. Jo, ja, Eisbär, danke. Kackermann, dir auch ein Dankeschön. Komm, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja gut. Schauen wir mal kurz. Können Sie das Fahrzeug vielleicht aufsperren, damit ich reinschauen kann? Ich glaube, mein Kollege hat die Schlüssel. Habe ich. Moment, ich suche. Ich suche. Ja, warte, wo hier an der Weste, glaube ich. Ja, wir stehen hier. Tun sie gerade. Warte mal, bleib.
Oh, da kommt ein böser Mann. Ach, ich glaub, jetzt warte mal hier. Ne? Hast du Schlüssel? Nee. Hast du? Nee, nee, das war dein Handy. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo hier gehabt? Hier vielleicht? Ja, warte mal. Haben Sie überhaupt einen Schlüssel? Ja, Moment, hier habe ich. Ist wieder in die Ritze gerutscht. Entschuldigung, meine Freund. Dankeschön. Oha, was kommt da denn? So, die Herren. Wie Sie sich denken können. Check. Wie laut ist das denn hier? Habe ich etwas gefunden. Was haben Sie denn gefunden? Ja, so eine Art Waffe. Das ist doch keine Waffe. Was dann? Meine Freunde, ich weiß nicht. Da sind aber 100 von 110 kommen. Böse Männer unterwegs. Wir werden hier sehr schnell Hilfe brauchen. Wieso sind hier so viele Leute, die uns beobachten? Kommen. Ist das vielleicht eine Verschwörung? Ja, wenn möglich, versuchen Sie schnell abzuhauen. Wenn Sie eine Ausrede, Einsatz oder so. Arbeiten Sie mit Terroristen? Versuche ich gleich eine Streife zu schicken. Nee, wir arbeiten nicht mit Terroristen, aber vielleicht Sie. Wir landen ganz schön viele Leute. Wir sind. Was sollte das für ein Grund sein? Ja, das wissen wir nicht. Keine Ahnung, wir kennen ja den nicht. Ja, das sagen Sie mal. Ich schwöre, Mr. Polizei, ich bin Willy Wonka von die Wonka Familienunternehmen. Ich arbeite nur mit Wonkas und mit Ebert. So, die zwei Herren, dann würde ich Sie mal bitten, hier in das Polizeiauto einzusteigen, wenn das geht. Dann klären wir das auf dem. Warum das denn? Ja, weil ich mich hier nicht sicher fühle. Ich habe absolut keinen begründeten Verdacht. Ja. Da, ich habe in Ihrem Fahrzeug eine Waffe gefunden, eine illegale. Das ist nicht gut genug. Das ist doch keine illegale Waffe. Das ist eine illegale Waffe. Das nein, der eine, Freund, der hat eine schlimme Bandscheibenverletzung und ich muss ihn jeden Abend mit Schmerzmittel eincremen, ja, und da hat der Orthopäde ihm noch diesen Gehstock verschrieben. Gut. Das ist medizinisch. Was ist das denn? Gut, dann ist es sicher auch okay, wenn ich den Herrn hier durchsuche und schaue, ob er irgendwelche Schon dabei trägt. Ich werde auch sicher was finden. Welchen Herren? Beide. Dann wird sich mein Verdacht bestätigen, dass sie hier eine Waffe mit sich. Der kann doch auch hobbytechnisch Tontaubenschießen machen, oder nicht? Das ist ja eine Sportart. Auch hier. So, jetzt ist es doch eine Waffe. Nein, aber das ist ein Gehstock, der vielleicht auch schießen kann auf Tontauben. Ach so, ja, für mich ist das eine Waffe, wenn sie schießen kann. Nein, das ist für mich keine Waffe. In meine Familientradition, ja? Auch meine. Ich bin immer so gestresst in diese Stresssituation. So, der Herr, bleiben Sie mal stehen. Hallo. Wo wollen Sie hin? Ich wollte Sie gerade fragen, was Sie wollen. Ja, nee, stellen Sie sich bitte. Mein Mineralwasser nicht. Kontrolle, stellen Sie sich bitte hier. Fahrzeug. Nehmen das Fahrzeug. Ist das nicht Willkür? Frau Kollegin, was haben die Herren da hinten gesagt jetzt? Also, der eine, der zieht ab, der wollte nur gucken, ob andere, mit dem hat er die Bleiben Sie doch stehen! So, könnten Sie sich bitte an Ihr Fahrzeug stellen? Gehen Sie nach vorne zum Fahrzeug. An Ihr Fahrzeug. Da, wenn das hier so weitergeht, werde ich andere Methoden starten, ne? Nehmen Sie das Polizeioffizier. Sie haben absolut ich möchte, keine. Dass Sie sich bitte auf die vor Ihr Auto stellen, nicht auf die Straße. Selbstverständlich, Frau Paschulke. So, ist richtig? So schwer zu verstanden. Stehe ich gut, oder was? Da. Geben Ihnen nochmal die 100 von 120 kommen. Option. 100 hört? Die steigen 120 in das gibt sich auf normalen Streifendienst. SUV der Polizei. Also verstanden, unter steigen Sie ein. Über die 110, die meinten Sie würden. Die Kollegin wird Ihr Fahrzeug nehmen und hinterherfahren und wir klären weiteres auf dem HQ. Weil ich fühle mich hier nicht sicher. Ich denke, ich bin auch für den Schutz von den Kollegen. Deswegen. Ach, Sie schmeicheln mir, Sie alter Schambolzen. Wollen Sie jetzt oder nicht? Ich bin ein Idiot da oben.
Wir möchten alles tun, was Sie sagen. Ja, dann steigen Sie. Ich sage ja nur, Sie haben absolut keinen Grund, uns zu verdächtigen für ein Verbrechen, ja, was wir nicht getan haben. Was für ein Verbrechen? Ich schreibe mal einen Brief hier. Ja, gut, machen Sie einen Brief. Ich habe doch einen Verdacht. Sie tragen eine illegale Waffe im Auto bei sich. Das Auto ist auf euch Herren zugelassen, beziehungsweise auf dem Willy Wonka. Ihren Namen weiß ich ja. Das Auto ist nicht auf mich zugelassen. Doch. Das ist mein Auto. Nee, das nein, das ich überprüfe das noch. Ja, du überprüfst sie nochmal. Richtig. Ich fahre keine Autos mit Tarnfarben. Leitstelle von Overwatch kommen. Prüfen Sie bitte mal den Fahrzeug. 110 von 120 kommen. 110 hört. Fragestatus, wie viele Tangos bei Ihnen? Zwei Tangos, was ich sehe. Es kommen dann an Hummingbirds vorbei und wieder weg. Wir werden versuchen jetzt die zwei Herren Stück missverstanden als große mitzunehmen in den Saku. Kannst du als Begleitschutz hier stehen bleiben, bitte? So, die zwei Herren. Ja, ich steige ja ein, ist gut. Ja, Polizeiarbeit, bla. Ich das Fahrer. Darf ich vorne sitzen? Kollege sitzt schon vorne, wie sie sind. Oh, der blöde Assi. So. Einer von euch zwei, müsste den SUV von den Herren hier fahren? Könnte ja, der. Okay, passt. Übernimmt schon. Dann steigen Sie bei mir ein, paar Schurke. Okay, alles klar. 120 von 110 auch. Kommen. 120 hört? Fahren Sie hinter diesem grünen SUV. Wir fahren jetzt ins Natur. Jeder. Check, so verstanden. 110 N. Kannst du vielleicht Radio anmachen, meine Freund? Leider, ja, bitte. Leider haben wir kein Radio im Auto. Wir haben nur Funk. Darf ich vielleicht singen? Das ist okay, ich bin ein bisschen nervös. Wenn ich ein bisschen nervös bin, dann muss ich immer machen Musik. Ja, wenn sie gut singen können, dann schon, ja. Was war das? Oh, was war denn das jetzt, Alter? Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock Alter, und Hut, was war denn jetzt? Stehen ihm gut, ist ihm wohl gemüht. Doch die Mama weinet sehr, Patrick. Hat ja nun kein Willi mehr. Da 120, was ist denn passiert? Kind läuft nach Haus geschwind. Habe sie gehört, die Mama ist traurig, darf ich vielleicht gehen? Oh mein Gott. Frage links, der Karl? Ja, positiv. Negativ, Hansen liegt unbequem auf einer Mauer. Ja, dann lande ich uns früher als immer. War schön gesungen. Dankeschön. Obwohl, es wäre gut, wenn dann noch ein Kollege kommt, weil erst... ich wünschte, ich könnte das von Ihrer Polizeiarbeit auch sagen. Wiederbelebt. Also ich brauche noch einen Zweig. Also wollen Sie sagen, ich mache keine gute Arbeit, oder wie? Ich sage nur, Sie haben... Sicher, aber Sie haben doch absolut keine Beweise. Doch, eine Waffe in die Nacht. Und mit einer Waffe, bezeugt schon, dass wir eine 5 Kilometer entfernte Tankstelle ausgeraubt haben, ja? Nein, das nicht. Ich sage nur, dass die Waffe illegal ist und das ist mein Verdacht und deswegen habe ich sie jetzt mitgenommen. Das Weitere klären wir jetzt. Ja, okay. So, die Herren. Stellen Sie sich bitte einmal vor das Fahrzeug. Hände aufs Fahrzeug, richtig? Beide breit? Warten Sie kurz. Kann die Pachulche mich gerne absuchen? Mich nicht gegen. Guck, beide sind ganz breit. Frage an die Kollegen, liegen sie im oder außerhalb? Brutreaktor. Da. Jetzt bin ich wieder da. Ich mach das auch gerne. So, die zwei Herren hier.
Ja. Die mit der Maskierung würde ich Sie bitten, wenn Sie einmal die Maskierung runternehmen könnten. Ja, sicher. Herr Kollege! Staub auf dieser Insel. Fahren Sie mal her mit dem SUV, bitte. Aber ihr macht da keine Kratzer rein, ne? Ne, wir haben da V-Ausbildung. So, die zwei Herrschaften. Nuri von Hansen kommt. Ich mich noch erinnere, Willy Wonka ja, und Friedrich Ebert, oder? Komm. Positiv. Ja, ich Willy von der Wonka, ja, wollen wir nicht. Gut. Herr Wonka, da es Ihr Fahrzeug ist, nehme ich auch mal an, dass es Ihre Waffe da drin ist. Immer noch nicht mein Fahrzeug, Mister. Ah, ich schwöre, ja, ich habe da, tut mir leid, das war mein Fehler. Finden Sie uns? Von Friedrich Ebert. Es ist meine, es ist meine Sache, die aussieht wie Schießeisen. Sie haben recht. Negativ? Naja, die sieht ja nicht nur so aus, die kann ja auch schießen, was Sie gesagt haben. Wenn ich Sie bitten darf, gucken Sie mal an meine Beine runter. Nein, ja, bis dahin, nicht zwischen die Beine, rechts an meinem Bein. Also irgendwo dahinter, ziemlich weiter hinten. Ja, ich sehe da noch eine Waffe. Da ist meine völlig legale Schießeisen. Ich guck mal nach. Diese Sache in Auto ist Sache, die nicht benutzt wird für Schießen. Trotzdem ist es illegal. Tradition bei uns, ausgestellt im Auto. Nein, gucken Sie doch, wie schön ist montiert an die Kofferraum. Kann man doch gar nicht rausnehmen. So, verstanden. Gucken Sie doch, kann man nicht rausnehmen. Kann man nicht rausnehmen? Deko. Oh, ich sehe, da ist jetzt auch noch Munition drin. Ja, muss ja auch sein, oder? Sonst sieht ja nicht realistisch aus. Das ist doch blöd. Nuri von Hansen, komm. Also ist es jetzt doch kein Gehstock. Ja, sie sind fast in meiner Nähe, komm. Doch, der benutzt die Attrappe öfter mal als Gehstock. Reißt das doch nicht ab! Jetzt hat er die Deko abgerissen. Was ist denn das hier? Polizeivandalismus? Das war ich gar nicht. Ach. Da, die zwei Herren. Angefasst. Bitte. Das war die Deko, ja. Sie haben das aus den Angeln gerissen, gucken Sie sich das doch mal an! Ja, das ist eine Trümmerfeld! Hat er das jetzt kaputt gemacht, oder was? Ja, der hat das kaputt gemacht! Schöne Deko! Da war die Schraube locker, der Herr! Wir haben extra die neuen Boxen angebracht, mit schön die neon beleuchtete Deko! Familienerbstück! Kann ich helfen, was machen Sie da? Denken Sie mal aus, oder? So, jetzt stellen Sie sich beide... So, beide vor das Auto stellen. Beide. Oh, wieder Untersuchung. Mit dem Rücken zum Auto. Beide vor das Auto stellen. Ich ja, Herr Polizeimeister. Auf die Haube machen muss. So, jetzt kann ich... ich gebe Ihnen die Option, dass Sie Ihre Sachen hier auf den Boden legen. Freiwillig. Und ich sie durchführe. Oder wir machen das freiwillig. Und dann schaut das ein bisschen anders. Aber Sie auch haben doch absolut keinen begründeten Verdacht, dass Sie mich jetzt durchsuchen. Doch. Ja, das gibt ich habe eine Geld, Waffe im Auto. Ich habe einen Verdacht, dass Sie Waffe bei sich tragen, beide. Sie gehören dazu. Nein, mitgehangen, mitgefangen. Nein. Kennen Sie das Sprichwort? Ja, nix mitgehangen, mitgefangen. Ja, doch, weil Sie doch sind... Sie... Ja, das reicht mir dann jetzt. Dann warten wir jetzt. Dann warten was wir wollen Sie machen jetzt? Darauf, dass die Stadt... Wir holen einen staatlichen Vertreter. Kurz mal telefonieren. Ich nehme mal an, Sie wollen hier mit dem Bürgermeister telefonieren, oder? Ja, korrekt. Wir holen so staatlichen Vertreter dazu. Ja, perfekt. Machen Sie das. Warten wir einfach mal. Kann sich nur noch um 15 Minuten handeln. Ja, sehr schön. Dann haben wir Sonnenwende und... Ne? Ich kann das auch hier beschleunigen. Ich gebe Ihnen genau eine Minute noch. Ab jetzt. Wir haben... Ich verstehe halt nicht, wo sind die Polizeistatuten, die Ihnen das vorgeben? Durchsuchung wird nicht mit Rücken zur Haube gemacht, Durchsuchung wird mit Hände auf der Haube gemacht, Mr. Polizei. Ja, damit wir nicht können... Habe ich jetzt gesagt, dass Sie das jetzt machen, oder habe ich gesagt, dass ich das vorhabe zu machen? Was habe ich gesagt vor 2 Minuten? Also kommen Sie nicht mit solchen Sprüchen, weil jetzt werde ich hier ein bisschen zwider und dann können wir auch andere Sachen aufziehen hier. Mit uns gleich verstehen. So, ich habe versucht, mit Ihnen normal zu reden. Ich sage zu Ihnen, das ist eine Waffe. Sie haben sich verredet, haben zuerst gesagt, sie kann nicht schießen. Jetzt kann sie doch schießen.
Es ist nicht mehr ein Gehstock, es ist nur mehr Dekoration. Das heißt für mich, dass sie öfters mal etwas gesagt haben, was nicht zutrifft. So, der Verdacht hat sich jetzt hier noch verschärft, dass sie hier zu zweit unterwegs sind. Heißt das für mich mitgefahren, mitgehangen und wahrscheinlich auch in einer Gruppe. Mitgefahren, mitgehangen? Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, gut, dann haben sie es nicht gehört. Auf jeden Fall, sie können zusammen und. Das heißt, ja, gut. Falkenauge für Blackbird. Das heißt, ich habe die Berechtigung, sie beide zu. Mein Kollege, mein Greibe. Ach, schauen Sie mal da, da kommt ja schon die Presse. Wo die Tankstelle ist. Ja, gut, Presse, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Doch. Ja, wir gucken uns nee, das jetzt an. Keine Zeit. Ich möchte immer noch auf meinen Recht auf einen Anwalt stehen. Ja. Wir sind hier ein. Wir sind hier ein Polizeistaat. Ja, sicher. Wir sind hier ein. Sie wissen das selber, dass wir Recht auf einen Anwalt haben. Nein, haben sie nicht. Wir sind hier ein Polizeistaat und es entscheiden die Polizisten, ob sie einen Anwalt zu können oder nicht. Wir haben. Das entscheiden sie bestimmt nicht. Doch. Nein, meine Freunde, da sind sie aber ein bisschen falsch informiert. Nee. Fragen Sie vielleicht nochmal den Polizeioberst. Wie gesagt. Mal beibringen, wie sie Polizeiarbeit zu machen haben. Fragen Sie mal vielleicht einen Polizeihauptkommissar oder so. Sie müssen doch den Praktikanten hier beibringen, wie Polizeiarbeit geht, oder? Und wie können die denn direkt falsch lernen? Das ist doch unglaublich. Es ist nicht direkt falsch lernen. Ich habe die Information bekommen. Nein, ist es nicht. Die Information ist, dass ich. Nein, warum denn? Wieso? Woher wollen Sie wissen, ob ich nicht schon nachgefragt habe? Woher wollen Sie das wissen? Was Sie nachgefragt? Ob wir Ihnen die Erlaubnis geben, einen Anwalt zuzurufen oder nicht. Da es hier ein Polizeistaat ist, können wir das entscheiden. Die Polizei kann das entscheiden. Polizeistaat? Das heißt, das ist keine Demokratie? Ist das ein Putsch? Ein Polizeiputsch? Soll ich das vielleicht den Bürgermeister wissen Sie, überhaupt, was der Ausdruck Demokratie aussagt? Ja, sagen Sie, dass der Polizeimeister hier ein Putsch macht. Sie wissen ja auch nicht, was der Ausdruck Polizeiarbeit sagt. So wie es mein Kollege gesagt hat, ja, doch. Aber es muss jetzt sagen Sie, wie war nochmal Ihr Name? Das ist egal jetzt. Ja, sagen Sie nochmal Ihren Namen, bitte. Nee, das ist gar nicht egal. Sie sind nicht richtig. Ich hab mich ausgewiesen. Ich hab mich ausgewiesen. Irgendwas mit Kovac. Genau. Irgendwas mit Kovac. Genau. So. Sagen Sie mal ganz kurz, Polizeimeister? So, warten Sie. Jetzt muss ich kurz, Wache melden. Muss diese Niko Kovac sein? 100 von 110 kommen. 100 hört? Die machen hier ganz schön viel Probleme hier im Atira Q. Könnten sie ziehen, damit wir eine ranghohe Person hier haben. Kommen. Können wir machen, geht aber gerade nicht. Hätten sich nicht richtige Bankräuber einfach mit dem Auto aus dem Staub machen können, als sie hinter uns hergefahren sind? Wir haben angehalten, wie gute Bürger. Verstanden, was ist mit dem Herrn Fuchs? Der ist gerade hier im Atira-Kron. Schlechte Bürger. Der hilft uns gerade kurz wegen der Geiselnahme. Also, ich weiß nicht, wenn er kann. Die Mangel genommen, dann wird zu Hackfleisch. Okay, ja, nur dann gut, dann werde ich das selber reden. So noch eine Frage: ja, ne? Darf ich Ihnen den Anwalt verweigern? Kommen. Scheinbar nicht, meine Freunde. Ja, klar, es gibt ja keine Unterschiede. Wir dürfen das auch machen. Das heißt, ich kann sagen, wir lassen den Anwalt herholen, weil das ein Polizeistaat so eine Art ist, oder? Komm. Nein, ich sag mal so, es darf sowieso Freund oder so Anwalt machen, ne? Das muss dann schon wirklich eine fremde Person sein und da sie das bei 33 Leuten schwer finden werden, wird das wohl nicht gehen. Ja gut. So verstanden. Das Szeneende. So, die Herr. Nach Rücksprache. An den Kollegen, der tot liegt, wir machen ich die Sirene schon auf, wenn eben gesagt, wir über die Hauptstraße. Gibt es positiv dazu kommen, dass sie einen Anwalt herholen können? Ja, sicher kann ich das. Den können sie nicht. Wen wollten sie ja, als Anwalt sicher. Holen? Wen haben sie denn gefragt, bitte, hier? Haben sie Praktikantin Paschoki gefragt, oder wen? Fragen sie, wen wollen sie hören als Anwalt? Ja, waren sie, ich sag ihnen das, ich muss vor kurzem mein Handy gucken. Schluss jetzt hier. Das glaube ich aber auch. Herr Kollegen, das wird sich gleich reden. Die wollen einfach nur Zeit. Ah, wenn den letzten Kollegen ja, ich weiß. Das machen wir gleich. Der heißt Alfredo Hartmann. TS, wenn es geht. Alfredo Hartmann.
Weiß. Verstanden kann ich nichts machen. Wird von 110 kommen. 100 hört sie. Wissen Sie, ob ein Alfredo Hartmann bei der WR-Gruppierung dabei ist? Kommen. Geben Sie mir kurz eine Minute Zeit. Jo, kein Problem. Ich habe so richtige Magenkrämpfe gerade. Ach was? Schon wieder? Ach Mensch, das tut mir leid, aber ich gucke mir das mal an hier. Ein bisschen streicheln. So. Oh, ich habe richtige Magenkrämpfe. Haben Sie ein Wärmekissen zufällig? Ein Kirschkernkissen? Nee, leider nicht. Tut richtig weh, wenn ich unter Stress, wenn ich unter Stress und falscher Verdächtigung bin, kriege ich immer Bauchschmerzen. Wissen tun wir der es Polizist, nicht hallo. Negativ. Weil der Herr will den als Anwalt hierher holen. Amen. Bleiben Sie bitte am Auto stehen. Ja, kann er machen. Sie können über Ausweis ja, sicher, dann gucken. Danke. Der muss ja, wenn er in einer Gruppierung ist, wie er drauf haben. Okay, verstanden. 110. Oder ja. Tut richtig weh. Wie wollen wir das jetzt regeln? Wollen Sie das auf die harte Tour oder wollen Sie das nicht der Polizist, auf die normale Tour? Mal hier bitte. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt mit mir zu sprechen. Ich rede mit Ihnen. Ich möchte aber mit Ihrem Dienstvorgesetzten sprechen. Keine Anwesend. Ja, richtig. Da hinten und der ist 1000 Ränge über Ihnen. Das ist egal. Ich habe mit einem gleichrangigen gesprochen und es wurde mit Rücksprache. Sie haben gesagt, es ist keiner anwesend. Es ist kein Dienst, es ist ja auch keiner hier, kein Direktor. Es sind nur ranghörige Kollegen hier und es ist und das ist nicht mein Vorgesetzter. So, jetzt. So. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zu kooperieren oder nicht. Sie so eine schlechte Lehrer haben. Wie schaut das aus? Mein Beileid. Naja, Sie als Lehrer werden ja, glaube ich, auch nicht ganz vorteilhaft. Oh. Ja, doch sicher. Habe ich genug Polizeiarbeit gemacht in meiner Lehre? Ich habe Sie gefragt, wollen Sie das jetzt kooperativ machen oder nicht? Ja, sicher, wir sind doch schon dabei. Wir sind die ganze Zeit überhaupt nicht kooperativ. Nein, eben nicht. Ich wollte Sie durchsuchen. Nein, ich höre Ihnen nicht zu, ich spreche. Ja, das ist mir scheißegal. Ja, dann ist es mir auch dann. Mitgefahren. Ja. Dann. Ja, sicher sind Sie mitgefahren, aber Sie wollen mir jetzt erzählen, dass das... Sie mich ganz bestimmt nicht aus vor einer weiblichen Polizistin. Sie... Das ist kein Thema. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, Sie versuchen hier nur Ausreden. So, Sie sind hier vorläufig festgenommen wegen Verdacht von illegalem Waffenbesitz. Ich werde Sie jetzt hier in das Gebäude mitnehmen mit meinen Kollegen. Ich werde auch bla 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 bla. Und da werden Sie durchsucht. An die Kollegen im Polizeihaku bitte schnell zur Tanke gegenüber. Ich werde machen, zurück in die Polizeischule mit dir. Da, wo du nie ausgebildet worden bist, du. Man selbst der Praktikant. Warte, du da unten, weil du musst mir abnehmen. Das geht leider nicht. Freude, dass ich hier stoppen kann. Leonie, kannst du herkommen? Wir sind oben im Gebäude. Die sind hier alle gerade. Sie labern mich gerade alle voll hier. Ja, unser Anwalt ist doch unterwegs, mein Freund. Was machst du denn jetzt? Das tut total weh. Herr Kollege, Sie müssten den Herrn unten absetzen kurz, weil es geht nicht im Gebäude. Von einem 100 hochkommen. Verdacht einer illegalen Waffe und dann nehmen sie uns noch unter die Mangel? Meine Gott. Nehmen Sie mir den bitte mal ab. Dankeschön. So, den nächsten Herrn in den nächsten Raum rein. Hey Bellen, grüß Gott, ich brauche Hilfe hier gegen die Polizeigewalt. Hier. Yeah. 110. Ich hab die angefunkt. Komm. 110 kommen. Ja, helfen Sie mal hier den Kollegen im an der Tankstelle am HQ. Wir sind gerade im RP. Kommen. Kollege ist in Gefahr, komm. Soll ich die Herren jetzt laufen lassen, oder was? Ja, check. Lassen Sie die laufen. Ich glaube, Sie haben da draußen Probleme gerade, kann das sein?
Das machen sie doch absichtlich, Alter. So, gehen sie. Alter, auf das habe ich keinen Bock mehr. Was ist hier los? Hilfe! Ich liebe meine Leben, ich will dich schön, schön, Jutta. Herr Polizist! Hey, Jürgen, der Busch ist gestorben. Hey, der Buschmann hat mich gerade eben festgenommen. Ne, möchte ich gerne Anzeige erstatten. Ey, bei der Tankstelle ist jemand, ist eine Geiselnahme. Komm, steigt's hier ein, Alter. Der darf nicht starten. Leute. Alle erstmal bitte abziehen. Oh, Mädels, weg da. Fahren Sie drüber, ist okay. Mein Gott, ey, da labern die ja noch voll. Boah, Tariel und sowas ist natürlich auch wieder da, ne? Ja, ja, ich hab den auch gerade gesagt, wenn sie mir nicht gleich aus dem Weg gehen, dann kriegen sie von mir Handschellen. Oh. Vollstadt ist grün, ne? Leitstelle von 110 kommen, sind die ja. Tangos. Sind in den Helikopter weggeflogen, komm. 110, verstanden. Wow, ernsthaft? Ja, ich hab keinen Bock mehr auf sowas, echt. Das war so übel. Das, ja, das war geplant, ist ja klar. Bitte, wer war das? Natürlich wer. Auf das Haus, komm. Was hat er gesagt? Alles auf dem Haus auch und so. Stehen die da und träumen von Makuro? Ja, das war geplant. Das ist ja total unnötig. Ja. Jetzt weißt du, wie es mir geht die ganze Zeit. Das waren aber auch welche von WR. Ja, natürlich waren das WR. Wir haben hier abgelenkt, dass wir das abbrechen müssen. Wir haben die Zeit rausgezögert. Dann... Gecallt. Wo? Heinz Hansen. Wurde von. Ja, ich bin tot, ne? Der sitzt noch unten im Haus. Unten in der Tanke. Ach, na. Ich fahr da jetzt hin. Ah, ich bin da. Der ist hinterm Haus. Bin jetzt hinterm Haus. Der ist im Haus oder so. Ja, den Karten habe ich ja. Das war nur der. Ja. Glaube ich. Der oben, der ist ja schon tot. Hier jetzt noch das Gebäude. Ja, selber da. So, jetzt gehen wir in die 100 drauf. Gibt's eine fette Beschwerde. Hm? 100 drauf. Wie der mich erschossen hat, ey. Ja, der hat mich auch einfach erlernt. Keine Ahnung, was. So. Wartet kurz. Gesundheit. So, Leute im Stream, ich muss mich, damit ich da kurz sprechen kann mit den Leuten, gleich wieder da.
So Leute, ich werde den Stream jetzt beenden. Ja, auch schon seit 2 Stunden. War danke fürs Zuschauen. Ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt zum Schluss, weil es hat Kreisen, ich kann doch und weiter. Und mit wer ist das überhaupt kein SRP? Deswegen werde ich mir auch für die Zukunft etwas überlegen. Naja, auf jeden Fall. Viel Spaß beim Streamschauen von Just for Fun Gaming und so. Ne?